gehen jetzt wieder in eine Runde Elden Ring. Schön im Koop. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ab geht der Peter. Sound umstellen. Sound ist noch nicht auf meinem Kopfhörer, sondern. Wupp, da stört da. Wupp, wupp. Ist noch auf meinen Lautsprechern. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich weiß, wo der nächste Boss ist. Das ist Aber nicht schön. geschafft. Wir machen heute nur Bosche, habe ich mir überlegt. Wir machen erstmal den Drachen. Da werden wir den ganzen Abend mit zu tun haben. Ich bin eh leicht abgelenkt. Ich habe hier einen richtigen geilen Pudding. Ja. Du musst mal das Medaillon nehmen, das du mir aushältst. Laber nicht. Ja, na doch. Da machst du doch alle Werte hoch. Ja, das ist toll, dass alle Werte hoch sind. Dafür geht mein. Was habe ich hier? Stamina, Recovery Speed habe Du ich. hast aber zwei. Und den Jetzt. magischen. Ja, den magischen habe ich drauf. Ja, dann lass doch einen magischen auf den zweiten und den anderen nimmst du Dings. So, jetzt Raises verbinden wir jetzt erstmal hier. Attribute, but also increase damage taken. Ja, dann bin ich ja noch schneller weg. Was ist denn Du gegen hast, den? glaube ich, auch ein, was einfach nur den Lebensbalken erhöht. So, ich verbinde, hast du offen? Müsstest du offen haben. Ne, ich habe noch nicht So, offen. gut, hatte ich nicht. Ich mach kurz auf. Ich mach jetzt gerade auf. Equipment. Gut, ich mein Holy Schaden mache ich eh nicht so viel. Enhance Final Hit of Chain Attacks? Ne. Charge Attacks. Was sind Charge Attacks? Sind das die schweren? Aufgeladen, ja. Also auch der schwere Schlag ist ein Charge Attack. Ja. Okay. Und dann nehme ich meine komische Jellyfish, die vergiftet den Typen ja. Den Helm macht, bringt ja irgendwas. Nö, sieht nur blöd aus. Okay. Kannst ja mal einen Helm nehmen, der mehr Schaden oder der ein bisschen Ja, aber mehr aushalten ich habe tut. auch nichts an. Ich habe nur Blödsinn hier. Was ist eigentlich da vorne? Was leuchtet da vorne? Na, Ich immer gut. muss mal wieder hier switchen. Achso, Irgendwie. das sind hier die Jelly Beans. Ja, ich habe schon wieder diese dämlichen Tonprobleme. Das nervt schon wieder. Dort nervt schon wieder. Dup, 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 dup. Was du jetzt einen längeren Lebensbalken, wie ich sehe. Woher willst du das wissen? Ja, der ist minimal Ja, der länger. ist noch nicht voll. Das stimmt, ich setze mir gleich mal ran. Da leistet das Minimale, dass ich überlebe. Vielleicht. Wegen seinem Feuer habe ich immer noch keine Abwehr. Achso, ich wollte mich ja umziehen, hast du gesagt. Ja, vielleicht ein bisschen was. Also ja, eigentlich schlägt er ja nicht viel. Das Was überlebst heißt du ja, denn der glaube ich, immer. Neger? Verstehe ich nicht. Du hast ja Damage, Negation und Resistance. Also Resistance ist der ziemlich gut gegen Immunity, den ersten Wert. Dafür ist Damage, Negation alles negativ. Vielleicht ist das nicht der beste Helm. Vielleicht. Aber ein Helm macht jetzt nicht mehr so viel Schaden. Also macht nicht so einen großen Unterschied. Aber ja, nimm irgendwas, was besser ist. Und wo du noch rollen kannst. Ja, kann ich. Links sind schon wieder Schrimps. Ist ja egal. Oh nicht, jetzt kommt diese scheiß Fliege wieder hier. Kick hier mal das Holz durch die Gegend.
Ich guck mal meine Runde. Und ich gehe mal drauf. Aber theoretisch wäre es doch viel sinniger, direkt auf den Kopf zu gehen, oder? Okay. Ja, aber der geht ja nach oben. War knapp. Ah, shit, immer daneben. Hoppala. Ich sehe, ich hab's überlebt. Hoppala. Er fliegt. Er macht Feuer. Ich bin tot. Nee, ich hab's überlebt. Ich bin nach rechts gelaufen, okay? Ja, man muss immer seitlich laufen zu den Kollegen. Autsch. Aber wir sollten vielleicht zurück zu meinem... Ach, guck mal, mein Dings. Oh, hab schon Schaden gemacht. Aber ich gar keinen Lebensbalken. Oh. Egal. Ich den Kopf. Ja. Ah, nee, ich lebe. Ich treffe überhaupt nicht. Wer hat er noch? Ich hab noch nie jemanden getroffen, aber der macht Feuer, oder? Aua! Ja. Also ich kann dir sagen, ich habe ihn einmal getroffen bisher. Bis jetzt mehrfach getroffen. Jetzt hat er mich schon wieder getroffen. Und wieder den. Springt. Doch der letzte Dreck. Ich sehe ihn nicht an. Habe ich ja auch nicht. Jetzt habe ich ihn am Kopf getroffen. Mach Feuer, ich laufe rechts. Ich renne hier irgendwo hin. Ich kann auch schauen. Ich will mal zurück zu meiner Qualle. Ist die da? Die ist weg. Ne, die ist noch da. Ne, ist weg. Er wird jetzt aber gleich seinen Angriff machen. Hat einen Hit. Ach, wieder näher getroffen. Und wieder ihn in die Fresse. Wie sollst du denn den am Kopf treffen? Ja. Treff ihn nicht am Kopf, mach aber und wieder in die Fresse. Muss heilen. Gut. Ja, muss ich ja noch heilen. Wieder nicht getroffen. Macht er Feuer oder er kommt? Er macht irgendwas. Nee, nein, getroffen. Er dreht sich. Mir egal. Feuer. Yep. Okay. Ich trinke trotzdem. Ach ne, ich bin tot. Okay. Der ist scheiße, der Wie viel Schaden haben wir denn überhaupt gemacht? Die Hälfte. Ich sehe, ich hab kein Bein. Die Hälfte haben wir. Und da kann man ja gut gar nicht hoffen. Ich war eigentlich nur am Heilen. Was? Ich weiß nicht, wieso du nicht triffst. Du musst einfach nur unter ihm stehen. Ja. Rummelst da mit dem Pferd dran, versuchst seinen Kopf zu treffen, hau ihn auch auf die Füße. Nö. Ein Pferd nämlich, um wegzurennen. Und schnell ranzurennen. Und dann abzuspringen und ihm dann auf die Fresse zu hauen. Wo bin ich denn hier? Hä? Aber meistens dreht er sich. Musst du zu dir kommen? Ich bin da. Ich bin irgendwo. Woanders. Aber du bist auch falsch. Ja, ja, ich hab noch Pudding. Da. Das ist richtig gut geworden, der Pudding, oder? Darf ich diesmal die Anleitung halten? Ja. Und erst den ganzen Kram mit ein bisschen Milch aufgerührt, dann die restliche Milch aufgekocht und dann das Zeug erst drin gemacht. War gut? Hast du noch nicht vergiften? Ja, meine Dings macht ihn vergiftet den. Achso. Also sollte eigentlich vergiften, ja. Soll aber so richtig Macht hat die ohne. Ein Treffer. Oh, da am Lebensbalken. Schön, ich nicht. Ist aber sehr klein und der steht irgendwie. Ja. Daneben. Fuß. Haut. Oh, oh. Feuer. Feuer. Ich bin tot. Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich. Tot. Ja, da hab ich immer getroffen mit dem Feuer. Du darfst das Schild nicht oben haben. Ich hab kein Schild oben, ich hab sogar ein Pferd.
Hast du vorhin die ganze Zeit überlebt? Ja, aber der Tank nicht überlebt. Mann, was für ein Blödsinn, der Boss. Das ist vor allem so optional. Der ist nicht schwer. Natürlich ist er schwer. Wir sitzen die ganze Zeit daran und kriegen ihn her. Er ist einfach nur so schwer, weil er so viel Schaden hat. Das ist. Ja, und wir wirklich den Schaden machen, ja. Ich habe den schon alleine gemacht und ich würde den auch alleine hinkriegen. Warum machst du den alleine? Pass auf, du bleibst jetzt am Feuer und ich mach den alleine. Ja, viel Spaß. Ich sag mal nicht, ob der jetzt einen größeren Lebensbalken hat. Natürlich hat er einen größeren Lebensbalken. Aber ist dir egal, du hast ihn ja schon alleine geschafft. Ich guck mir das hier mal von Entfernung an. Was das wird. Wahrscheinlich muss man mit ihm auf der Spitze kämpfen. Als er lebt. Er ist ja nicht rangesetzt ans Feuer. So, komm her. Ist viel. Das war zu viel, ein Schlag zu viel. Das war auch zu viel. Der bewegt sich doch bei dir ja nicht, oder? Doch. Aber bei mir steht er noch. Und du machst keinen Schaden. Und ehrlich, meine Hunde sind halt. Ja, Mist, Feuer. Ach, come on. Das, weiß nicht, was er für einen Schaden da gemacht hat. Aber ich bin tatsächlich aufgestanden und es war noch Feuer da. Nur das scheiß Feuer. Ja, es wird Feuer. Hat er eine Qualle angegriffen? Nein, hat sie nicht. Warum ist sie rot? Die sitzt die ganze Zeit neben mir rot. Ich sehe sie doch da hinten. Ja, die hat sich aber keinen Zentimeter bewegt und hat aber die Dings nicht angegriffen. Kommst du oder nicht? Ja, ich bin gekommen. Ich glaube, der ist ja Animation tot und so. Warte kurz, bevor du hingehst. Ich überlege, ob ich einen anderen. Ja, meine Wölfe sind einfach direkt tot. Die bringen gar nichts. Meine Qualle. Ah. Kann ich mal eine andere Waffe nehmen? Die sind alle irgendwie. Kann ich den nehmen? Ja, den nehme ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob der gut ist. Das Ding ist besser. Aber gut, ich kenne Strength 40. Das ist der, was ich habe. Der macht auch ja. Critical 110. Kommst du? Ich gucke gerade wegen Waffen, aber. Ja. Halte jetzt an. Hinter dir läuft einer. Ja, den habe ich gezaubert. Also. Also. Bei mir steht er gerade. Steht er bei dir auch? Nein. Okay. Ah, Mist. Zu früh. Der verzögert immer. Pass auf, er macht Zauber. So, bin ich wieder tot. Oder? Ey, was ist denn für ein Schwachsinn? Nimm mir jetzt was zu trinken, okay? Ja, was zu essen. Irgendwie sind wir offensichtlich zu unterlevelt. Oder du? Hast du überhaupt irgendwas in Lebensenergie gepumpt? Was macht der überhaupt? Ich glaube, Magie oder so macht der. Magisch. Der macht halt immer sein Feuer und dann bin ich weg.
Zieh dir mal was an gegen magisch. Ich habe jetzt nichts hab gegen magisch. Magisch. Ich kann jetzt die ultimative Fettroll machen. Nein. Habe ich nicht gegen magisch. 10,9 ist das Beste, was ich habe. Ja, du musst ja nicht gleich das Fette anziehen. Ja, 12,8, das habe ich. Ja, das sind ja aber die normalen Aristokratenschuhe. Na gut, das ist zu fett. Ausrüstung. Wie viel bin ich denn drüber? 42, große Last, okay. Geht nicht. Mittlere Last. So, und was machst du besser? Hast du was gegen Magie? Alles. Kann ich nicht auch irgendwas nehmen, was gegen Magie ist? Weiß ich gar nicht. Warte mal. Erhöht kurz die Resistenz. Ich habe eine zaubersichere Trockenleber. Ja, genau, irgendwie sowas. Warte mal. Warte mal. Was haben wir denn? Ashes of War. Damage Negation 41. Also, das wäre. Okay. Oder ändere dein Talisman. Das hatte ich Ruffert. Der erhöht den LP, hast du schon erhöht, ne? Ja, den habe ich schon. Du kannst ja das Ausrüstungsgewicht noch erhöhen, dann kannst du was anderes anziehen. Ich habe jetzt schon das Beste, was ihr. Und es gibt auch erhöht die Resistenz gegen Magieschaden. Gibt es auch. Vielleicht solltest du das nehmen. Zauberdrachen-Talisman. Den Helidrake meinst du? Der blaue Schild mit dem Drachen drauf. Blaue? Nee, das ist Magic. Ja, genau, das ist Magic. Ich glaube, bei Holy war. Resistance against Magic wahrscheinlich. Erinnert die Bucht vom Kopfschuss. Jetzt gehen wir mal auf den zu. Warte kurz, komm mal her. Ich weiß nicht, wo du bist. Bleib mal stehen. Wie sehe ich denn aus bei dir? Du leuchtest. Mehr nicht, warte, dann muss ich kurz was ändern. Und so? Jetzt leuchte ich nicht, wa? Jetzt sehe ich auch wieder. Jo. Und dann ändere ich wieder. So, was habe ich denn hier? Mach mal gegen Magie Schaden, wieso nicht? Ich nehme das mal auf. Ja, diese Mist nicht. Gut. Mal sehen, ob das mehr Schaden macht. Oder ich mehr aushalte. Zauber mal was. Und dann kriegt er jetzt einen fetten Schlag auf seinen Flügel. Ah, 138. Oh, das war gut. Erhöht sich gleich, oder? Ne, wir haben nur noch einen halben Balken. Ne, das ist ein Fehler. Das hatte ich vorher schon öfters gehabt. Er dreht sich. Oh, warte. Hau ihn, ja. Ich bin hinten, ich kann nicht. Ne, hat nicht gereicht. Okay, egal, dann hauen wir drauf. Autsch. Er wird gleich fliegen. Okay, ich hau ihn mal. Na, das kann ich nicht mehr, so. Ja, nicht getroffen. Aua. Dreht sich, heil dich, heil dich. Er steht direkt vor mir. Ups, das hat er mich umgehauen. Muss kurz weg, mich heilen. Das vergisst es. Dreht sich. Ach, verdammt, komm. Zieh dich denn nicht auf an. Geilo, kann ich aber nicht ran. Okay. Nee, nicht getroffen. Dann hau ich einfach wieder ein. Oh, jetzt. Oh, er macht was. Er macht Dummheiten. Ich glaube ganz weit weg. Mach ich nicht. Oh. Aber ich halte mehr aus. Du kannst halt hier dingsen. Mit dem Pferd Doppelsprung machen, weißt du? Hat nicht. Komm her. Er fliegt.
Ist der bei mir low? Kann das ja sein? Der ist sehr low. Flick auf ihn zu. Er hat mich im Visier. Nee, nee, er fliegt. Er ist geflogen. Er kommt runter. Hit, hit, hit. Nice. Nice. War ich der letzte Schlag? Kann sein, weiß ich nicht. Dann war der sehr unbeabsichtigt, sah aber sehr cool aus. So. Hat uns nichts gemacht. Wie viele Seelen haben wir? 14.000. Ich hab 0. Ich hab 14.000. Naja, ich hab ihn ja schon besiegt. Achso. Dann hast du ja so, schon mal. Dann gehen wir mal. Einen Augenblick. Ja, ich bin jetzt Level 50, ne? Dürfte dich jetzt eingeholt haben. Ich bin noch nicht 50, ich bin noch stinkt. 41 müsstest du sein, oder? 41, ja. Ja. Ja, da boost ich jetzt. Ja, gestern ist doch da unser Drache gestorben und hat 74.000 Seelen gedroppt. Wundert mich, dass du die nicht hattest noch. War ich so verloren, halt unterwegs. Ja, und die habe ich auf jeden Fall genommen und jetzt bin ich 50. Hast du das Video gesehen von dem Ehentypen? Dann kannst du richtig schön schießen am Wasserrand. Ah ja. Ja, ja, aber den kann man doch einfach nochmal besiegen. Nee, ich hatte ja die Hoffnung, dass da sowas passiert bei dem ersten. Weil da ist ja bei ihm auch links und rechts runter. So. Ich ändere jetzt immer mal wieder meinen Talisman. Ich fand den. Also der war gut hier tatsächlich. Oh, mir fehlen noch 500. Einen Augenblick. Ja, nimmst du kurz. Achso, ja, kann ich gut machen. Erhöht die Lebenskraft. Habe ich jetzt noch mehr Leben? Nö. Okay. Hast du bei Ede gesehen, dieses neue Spiel? Ja, dieser Ego-Shooter. Ja. Level up. Ich habe nur durchgeskippt, ehrlicherweise. Gut, wir reisen mal zum Südtor, oder? Das ist in der Mitte, ist in der Mitte die Stadt. South Wire Lucaria Gate. Ja. Ich meine, wir müssten jetzt durchkommen. Wie, wir müssten jetzt durchkommen? Durch das Siegel. Weil? Weil wir, glaube ich, was bekommen haben von der Dame, mit der du gesprochen hast. Guck mal, ob du da durchkommst. Ja. Ja. Ja, ich habe mit Oma vorhin telefoniert. Also ich bin im Stream, ne? Jo. Okay. Jo, okay. War ja zu viel, oder wie? Ja, irgendwie ist ja zu viel mit dem Laufen und sie fühlt sich gerade nicht so und deswegen. Okay. Ich habe mich mal ins Bonfire gesetzt. Jo, so, geht's hier weiter. Ich habe ja die Hoffnung, dass nächste Woche noch ein, ich weiß noch nicht, irgendwo, dass hier in der Nähe ein schönes Wetter wird. Aber wir haben ja ab Donnerstag habe ich ja Urlaub. Also Donnerstag ist der Feiertag und Freitag habe ich Brückentag. Aber ich habe den Brückentag auch frei. Ich muss mal gucken. Können wir da gucken, ob man irgendwo hinfährt? Ich weiß noch nicht. Hat jetzt ein bisschen was von Bloodborne, die Gegend. Da habe ich auch gelesen, dass das eventuell jetzt auf den PC kommen soll. Also die machen Schaden, die Dinger. Oh, wenn man das Schild, wenn man das Messer hochhält, geht's eigentlich. Aber hier unten ging's nur nach links, ne? Ich habe das Messer mal einfach als Schild hochgehalten. Jo. Wer soll dich mit mir angewöhnen, generell immer ein Schild hochzuhalten? Na, bei den Wachen hätt's mich getötet, wenn ich Schild hochgehalten habe, weil dann bricht er durch mein Schild und danach macht er erst die Hälfte meinen Lebensbalken und danach kommt das Feuer nochmal. Deswegen, da war es eher uncool. Ja, aber jetzt hat es vielleicht ein, naja, ein Zwölftel weggenommen oder so. Wo bist du hin? Hinter dir. Okay. Das habe ich schon ein bisschen gespielt, deswegen sehe ich jetzt nicht mal, wo die Items hier sind. Und ja, der Helm war ziemlich kacke, der Helm war negativ, also der macht noch mehr Schaden.
Also da kommt was oben von oben runter. Oh ja. Hol dir mal den, ich mach den hinter und hinter dir. Aua, ist ja gut. Du hast gesagt, du machst den von hinten. Aua, 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 aua. Hört mal auf mit der Karte. Ja, da war ja noch einer. Hier hinten ist ein Item. Ich werde mal eben meine Ausrüstung hier wechseln. Das sieht ja sehr total scheiße aus. Ach, das hat jetzt noch viel. Ein Smithing Stone. So. Habe ich irgendwas, was arm aussieht? Hier, bitte, Fußsoldaten. So, sehe ich scheiße aus? Hier, ist, ja, auch ein, scheiße hier aus. Ist auch ein Feuer. Hier ist ein Feuer? Achso, da hinten links, ja, ja. Ich habe mich aber noch nicht rangesetzt. Brauchen wir aber nicht, oder? Wollen wir uns da ransetzen? Nee, aktuell mache ich mal gerade Pudding drin. Dann setze ich mich ran. Na, weil die ja dann wiederkommen. Ja, aber wir gehen ja wieder zurück. Ja, ich wollte noch nicht die holen, wenn du da stehst. So. Vor allem hatten wir hier keinen, wir hatten keinen Zucker, ne? Alter, was für ein Sprung. Okay. Annika hat ja keinen normalen Zucker, der hat ja nur Rohrzucker. Ah. Ja, habe ich eigentlich schon mal korrigiert und gesagt, das ist für Tee und sowas. Weil der auch nach so ein bisschen Karamell schmeckt. Naja, Rohrzucker ist nicht für Tee. Ja, ist ja gut. Jetzt habe ich den ganzen Pudding mit Vanillinzucker gemacht. Das ist edel. Hol dir mal den rechts. Ne, den. Hier sind vier. Autsch. Na, ist doch. Oh, sag mal. Reicht aber mal hier. Reicht's. Ich muss weg. Irgendwelche Items liegen hier hinten irgendwie, papp, hier hinterm Baum. Hier ist noch was. Ah, jetzt noch runter. Guck mal. Hier jetzt bei mir auch. Oh, gut. Hier hinter, ja, da gehen wir gleich. Erstmal hinterm Baum. Hier, das habe ich auch nicht geholt, sehe ich gerade. Baum vorbei. Baum kann man noch hochklettern. Wo hinterm Baum? Ach, da lang. Ein Schmiedestein Nummer 4. Ui. So, hier ist auch noch ein Item, hat er fallen gelassen. Pilz. Und hier ging es hinten runter. Ja, links ja auch. Ja, na, wir kommen sowieso gleich wieder. Na? Kannst du runterkicken? Ich weiß leider nicht, wie man kickt. Ich glaube, mit dem linken, wenn da nichts drin ist oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Bei Daxus kommt man nach vorne und die Taste drücken. Ich glaube, wenn du kein Schild hast, kannst du damit schlagen. Und dann rutscht der so vorwärts. Hier glitzert, hier funkelt was. Ja, oben. Den sollten wir umhauen. Hier oben sind erstmal zwei von diesen verrückten Dingern da. Sau. Da unten ist was. Unten ist ein Hund und sehr viele, ne? Pass mal auf, was ich mache. Ja, machen wir mal. Nicht schlecht. Ja, den kannst du doch töten. Boah, wir haben was vergessen hier oben. Guck mal, da ist noch ein, da hängt noch was. Wo hängt noch was? Hier bei mir hängt runter jetzt mal. Verdammt! Marionettensoldathelm. Du kannst doch nochmal zurückgehen über die Brücke. Scheiß drauf. Dem ich einen Helm. Aber hier leuchtet was, hörst du das? Ja. Da vorne ist er. Siehst du von hier? Wo? Ach, da oben. Den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir. Aber erst langsam, guck mal, hier sind erstmal welche. Der rennt ja nicht weg. Hab ich schon so eine Reichweite? So. Hier wäre erstmal unten lang, unten lang, unten lang, unten lang, unten lang.
Ich sagte, damit hat er nicht gerechnet, dass zwei Leute auf ihn einschlagen. Oh. Jetzt ist doch hier unten was runtergefallen. Was ist denn das hier? Oh ne, Silver Pickle Fool. Warte, hier ist falsch. Hier ist falsch. Hier, oder? Ja, über das Schild hier. Hier kann man runterspringen. So, bist du da? Ja. Dann schnell auf den Wagen, du nimmst die Rolle. Er rennt, er rennt. Ja. Spectral Line. Hier oben ist nochmal Action. Ja, auf die Runde. Mit uns. Fort. Hoppa, da hol. Und. Und so ein komisches Ding da. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, weil hier war ja auch noch ein jetzt. Ja, aber von hier sind wir nicht gekommen, wir sind doch von links gekommen. Ja, ja, deswegen, hier kommt einer runter gerade. Weil du gesagt hast, wir gehen zurück. Ja, ja, wir müssen auch nochmal zurück. Hier sind wir noch nicht gekommen, hier lang. Können wir bitte zurückgehen und erstmal absuchen? Von hier sind wir gekommen? Nein, wir sind hier, wir sind hinten rumgekommen. Hier sind wir hochgerannt und haben die Murmel getötet. Ja, und hier haben wir noch ein bisschen was aufzusammeln. Ach so, na, da klappt da nichts mehr. Ja, schön, ich bin der Murmel zugerannt. Ich habe alle ignoriert. Also, wir können hier nicht. Ist hier hinten noch was? Ne, hier ist halt nichts mehr. Hier ist einfach mal eine dunkle Höhle. Warte. Hier ist doch noch was. Ja, ich hab's halt schon aufgesammelt. Deswegen sehe ich es nicht. Jetzt weiter auf jeden Fall. Gehen wir erstmal hier oben lang? Ne, ja, wir gehen da runter. Also hier ist nichts. Wieso jetzt gleich runter? Warum nicht hier den Weg folgen? Weil wir hier, da oben ist der normale Weg und der Weg hier unten, hier unten waren wir doch. Achso, okay. Ich erkenne es. Was ist hier oben links? Ach, so ein großes Ding. Erst bauen wir uns hier nach unten, mal. Geronimo! Oh, oh. Ja. Jetzt holen wir uns die da. Nice. Hier hinter noch was. Guck mal lieber, ich sehe mir nix. Ja, hier waren ganz viele Karian Gartenknife. Warte mal. Mhm. Der ist aber schwer. Gut. Also, hat ein bisschen was von Demon Souls hier. Hier unten ist, glaube ich, noch was. Meine, hier unten war was. Ich sehe es halt nicht. Eine goldene Rune. Ja, noch wieder hoch. Dann gehen wir hier durch. Aber der Zauber ist nicht schlecht, ne? Der holt die sich an dich ran. Das ist ganz geil. Machst halt Rundumschaden, der müsste halt noch ein bisschen stärker sein, ne? So, wenn du mit dem Schwert direkt auf ihn rangehst, pass mal auf, warte mal. Achso. Ist hier irgendwo einer? Ja, da vorne kommt ein Fetter. Sieht der uns? Ja, jetzt wo ich hin hier, ja, komm her. Wollte dir gerade zeigen, wie das. Oh, da hinten wird Strom gemacht. Ja. Mich hat er ein Visier. Hau lieber ab. Das hat so ein Nicht gut. Hoppala, hoppapa. Oh, oh. Na, fetter Angriff. Ah, das kann er auch. Au, au, au. Ah, easy. Ich weiß nicht, ob da hinter dir im Dings noch was ist. Hier auf. Sammelmäßig. Gravity. Achso, kannst du hier hoch, kannst du hier hochspringen. Was? Stimmt, hier oben war was. Ja. Non Missing Stone. Okay. Hier hinter?
Nein, ich meine, hier ist nichts mehr, ehrlicherweise. Ich habe hier nichts gefunden. Geheimgänge? Keine Ahnung. Ja, auf das Ding wollen wir da bestimmt mal springen, oder? Genau, hier müssen wir hoch. Und los. Jetzt müssen wir gleich nach vorne. So, warte mal. Geht gleich nach vorne. Ich hab nur was getrunken. Für und mein los. Face. Wie nach vorne. Du bist du tot? Ne, ich bin hier abgesprungen. Aber oben wäre noch was gewesen, ne? Ja, ja, wir holen uns das Bonfire. Oben kommt man noch. Ja, ja. Weil ich wusste, was du meinst mit und los. Nach vorne. Ja, runter von dem Ding, bevor ich ganz nach oben. Ja, aber zur Seite hättest du hier musst, nicht nach vorne. Ich hab da gerade rausgeguckt. So, was gibt's hier noch? Ja, hier ist nix. Doch, hier hinten ist noch ein Item. Ja. Crystal Darts. So, hier ist erstmal ein Bonfire. Das ist schon mal schön. Rührer ist mal. Wie viele Flaschen hast du noch? Sollten wir uns da ransetzen oder? Jetzt zeig mich schon ran, ihr seid sorry. Vier hatte ich noch. Ja, wir gehen nochmal hier runter, den Elevator, weil da ist. Da wird haarig. Aber ich glaube, zu zweit wird es nicht so haarig. David? Okay. Müssen wir nochmal zurück zu dem Typen. Ja, die schauen wir mal gerade um. Hier habe ich mal mehr Schaden gemacht. Ah, der wird verloren. Ja. Roverfruit. So, jetzt runter. Halt, du bist viel zu schnell. Irgendwann den nächsten. Und dann musst du geradeaus gucken, also auf der anderen Seite quasi. Und da müssen wir einmal runter. Also gegenüber, sagst du? Gegenüber, genau. Relativ weit unten. Ja, ich sehe da unten Flammen. Na, da waren wir vorhin. Da muss ich aber nicht spitze hier. Achso, ich werde mal hier kurz meinen Zauberer wechseln zu den Hunden. So, weil jetzt wird es ein bisschen haarig. Weil wie du siehst, sind hier alle tot. Und wenn wir jetzt hier gerade rausgehen, kommen so eine kleinen nervigen Schildmonster. Gelette, da sitzt er schon. Wupp, wupp, wupp. Ich hab's doch angetroffen. Oh. Und dann kommen die Fetten noch natürlich. Nein, gib zu. Das war alleine, war das schwieriger. Ja, die Meute an Obdachlosen. Ja, die Kleinen, die waren halt richtig nervig. Die drehen sich dann auch ganz schnell. So, ihr müsstet mehrere Items geben. Ja. Ich habe fünf Wandering Nobles. Nein, warte, ich hab hier auch relativ viele, ich weiß nicht, ob das oben kommt, aber auch relativ viele Geister, verschiedene Geister gekriegt. Daher habe ich auch den Zauberergeister, den Zauberergeist. Aber wir dürfen nicht so schnell sein. Jo. Meine Hobo-Gruppe ist nicht sehr schnell. Naja, die brauchen wir jetzt sowieso nicht. Aber wahrscheinlich verlieren die das eh, wenn sie hier im Dings... Ja, da werden die nicht mit hochkommen. Ist ja noch was? Ich sehe ja nichts. Deine scheiß Hunde stehen hier alle jetzt hoch, ne? Sag mal. Los! Mal gucken, ob sie daherkommen. Und, Achtung, jetzt sterben sie alle. Tot, tot, tot. Meine leben noch. Naja. Die nehmen den nächsten. Wir springen dann wieder da oben runter, ne? Also auf der Ebene, wo wir vorhin waren. Ja, du sagst es einfach, die habe ich gar nicht gesehen. Weil ich nach vorne geguckt habe. Einfach geradeaus gucken. Nee, guck mal hier, da ist es. Und los. Ja, ich habe aber nach rechts geguckt. So bin ich hochgesprungen. Jetzt gehen wir rein. Warte. Achso, wir könnten noch hier nach oben gehen. Ich will sehen, wo meine... Die kommen nicht. Aber wo sind die? Stehen die noch unten? In unten und sterben langsam. Ich habe auch noch einen Wolf. Meine bewegen sich kein bisschen. So, ja, du machst das schon. Rechts können wir noch hoch. Hier geht's noch hoch. Na, gehen wir da hoch.
Genau, das war der, wo ich abgesprungen bin. Ah, ist doch nicht schlecht. Hier ist auch noch ein Item. Na. Gut, gehen wir mal runter rein. Da gegenüber kommen wir leider nicht hoch. Oder erst später. Ja, wo ist das der Boss? So. Das war wahrscheinlich hier gerade raus. Jetzt geht's hier rein. Wartecode. Ein kleiner Snack von Pudding. Ich bin im Überlegen, wir haben Ashes of War bekommen. Was ist denn das? Hätte ich mal einen dämlichen Hut gehabt? Wow. Ich nehme mal Holy Schaden. Ich nehme mal Holy Schaden, mal gucken. Ah, das sieht ziemlich scheiße aus. So. Links haben wir Items. Rechts haben wir einen Gegner, der uns gerade anvisiert hat. Geh mal hier in den Raum rein. So. Oder hauen um. Nicht gut. Geh trotzdem in den Raum, schaff's die Arena. Sind aber jetzt drei, ne? Au, 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 au. Ich bin vorbeigesprungen. Ich hab noch keine Ahnung, was das jetzt war, was ich hier gemacht habe. Aber du bist vorbeigesprungen. Nee, was ich mir gerade für einen Zauber hier geholt habe. Hast mir aber auch einen Zauber gegeben. Irgendwas verstärkt. Okay. Ich leuchte nämlich auch. So, hier ist eine Kiste und hier ist ein Item. Und ich weiß nicht. Oh, hier ist sogar. Ah! Ah, hier ist ein Geheimgang. Erstmal hol ich mir das Icon. Eingang gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, der war offensichtlich. Ja, so offensichtlich, ich hab's in meinem Playthrough nicht gesehen. Guck mal, und hier unten kommen wir runter. Entweder geht's hier rechts mit Geheimgang noch weiter, oder? Nee. Nee. Meinst du, da kannst du runterspringen? Nee, nee. Dann müssen wir da runterspringen. Okay. Duft nix. Ich denke, dass du aus dem Tor da kommst. Ups, sassa. Komm hier rein. Verarscht. Komm hier rein. Kommt man hier ran? Nö. Ja, ja. Noch weiterlaufen. Ah. Zwei Lilien. Hat sich gelohnt. Ja, und ich meine. Oh, jetzt hängt mein. Bist du noch da? Ich bin noch da, du stehst noch doof. Hat eine gerade komische Hang, ich weiß noch nicht warum. Hatte ich vorhin auch, als wir bei den runtergesprungen sind. Aber irgendwie muss man zurückkommen. Kann man hier irgendwo runterspringen? Ja, oh Gott. Ich bin abgestürzt. Schauen wir mal. Also ich komme zurück. Ja. Aber waren die so viele Seelen, 7000 oder? Seelen wieder. Naja, 7000 habe ich. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Also sind die Typen wieder alle da, oder? Ich glaube nicht, weil ich ja noch lebe. Also. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich hier weiter zurückkomme, ehrlicherweise. Ja, reisen würde gehen. Ja, nur reisen, das würde gehen, das stimmt. Aber ist das so gemacht, dass man hier nur... Oh, ich kann hier... Ah, ich kann hier hochspringen. Ein bisschen buggy-mäßig. Ah, hier geht's weiter hier unten. Verstehe. Ah, jetzt kann ich auch an das Item. Na gut, ich warte mal auf dich. Bin schon da. Genau, hier kannst du hoch und dann kommst du mich an das Item. Das Item habe ich mich... Und hier muss ein Weitersprung, Weitersprung. Oder wieder ein Putschfels jetzt hier. Mal knapp. Und hier... Oh, Schimmersteinkrone und einen neuen Kopf. Geil. Wissen wir mal, was das heißt. Neuen Helm, alle, setz ich mir auf. Der sieht schon ziemlich scheiße aus. Sieht nicht schon ziemlich scheiße aus? Ich sehe schon ziemlich kacke aus, ne? Gut. Jetzt bin ich einer von euch. Da können wir ja weiter hier. Das wäre lustig, wenn du dir das anziehen könntest und die würden dich nicht angreifen. Na, das wären sie aber. Wäre aber lustig. Wenn's wir müssen aufpassen, hier kommt gleich ein großer Topf. Dann wird die da oben angreifen. Ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Da hinten ist ein großer Typ und da sind auch noch welche. Ah. Oh. Ah. Oh. Hinter uns ist ein Topf. Augenblick. Heil dich mal. Aua. Ah, das war's. Ups, das war's. Er ging da an dieser Ecke fest.
Warum habe ich... Ui, der Fettroll! Ich komme. Ich hätte den Helm nicht sehen sollen. Das wäre lustig, wenn ich dich jetzt kurzzeitig gebufft hätte mit meinem Zauber. Und du danach erst feststellst, hier ist aber gemein. Au! Ja, ich komme ja schon, alle Dude. Au! Der ignoriert meine Hunde. Das ist ja schön, dass du den Kampf machen kannst. Cool, ne? Ich muss den Helm absetzen, das ist ja schrecklich. Ich will jetzt mal wissen, was der für ein Ashes of War hier ist. Wo sind denn die Ashes of War? Töte mal den da oben noch. Ja, du. Du. Ja. Ich mag Rückfeinding. Grants Affinity and Skills to an Arm and FP Cost. Usable on melee weapons. Whip weapons, fist and claws accepted. Sacred Blade. Okay. Hier ist eine Kiste. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich überlege, ob wir nochmal ins Bonfire gehen. Von mir aus. Weil ich glaube, meine Runde will ich für den Boss haben. Und ich kenne keinen Bonfire aber vor dem Boss. Mein Spiel ist ausgegangen. Schön, du stehst einfach hier. So. Ja, du stehst hier so in der Ecke rum. BB has left. Einfach ausgegangen ist das Spiel. Kenne ich irgendwoher. Ja. Aber sehr froh, dass das ausgegangen ist und nicht wie bei mir sich aufgehangen hat und du nirgendwo mehr rankamst. Ja, der BB ist auf dem zweiten Monitor. Ich geh mal wieder zurück ans Dings. Ich guck mal nach, was ich für Ashes of War hab. Was ist denn das hier? Nee. Ja, ich musste die anderen mal auch ein bisschen pimpen dann. Aber wir haben, glaube ich, keine Lilien. Nehmen wir jetzt mal den Slasher hier. So. Inventar. Rede bei. Warum habe ich denn den Helm auf? Ja, immer noch Fettwohl-Helm. Du hast einen Fettwohl-Helm halt auch. Ja. Achso, nee, ich wollte den nehmen. Hat sich offensichtlich nicht gemerkt. So, bitte den scheiß Helm weg. Danke. Den hier nehmen wir. Ja, ich nehme jetzt. Lass mich kurz mal ausprobieren. Sieht ihr meinen. Da oben ist kommt ein Gegner. Warte, ich gehe kurz ran. Ich will nur, damit mein FP wieder oben ist. Jetzt können wir. Warte, haben wir vielleicht auch noch Geheimgänge? Ah, ne, hier wird nichts sein. Oh. Bau den mal um. Der Typ ist ja schon wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Oh. Nochmal ran ans Feuer. Alter! Und los jetzt. Ich hatte ihn beinahe tot, dann spawnt er weg und dann haut er mich mit seinem Superschlag. Weg. Ich links, du rechts. Oh, die rumholen wir uns auch. Ich glaube, aber ich mache jetzt gut Schaden mit dem Ashes of War. Nimm den in der Mitte, du nimmst den rechts. Aber der Zauberer ist hinter uns, ne? Aua! Ne, der Turm wird aber nicht mehr da sein. Alter, hör mich auf mit deinem Scheiß. Oh, der Turm. Der Scheiß! Und oben ist auch noch ein Zauberer. Nee, komm wieder zurück. Da kommt nämlich der Olle. Der Fuck. Ah, von beiden Seiten wird er petatiert, ja, ne? So, was ist mit dem Zauberer da oben? Hier oben ist auch nochmal ein Zauberer. Das ist sein Problem. Aber pass auf, du geh die Treppe rechts hoch, geh die Treppe sofort rechts hoch, ich geh links hoch. So. Sollen wir jetzt? Jetzt gehen wir runter und holen den rechts holen wir. Hol den rechts. Mit den Viecher. So. Gut. Kann man hier irgendwo runterjumpen? Hier ist noch ein Item. Ist nix. Gibt's hier vielleicht Geheimgänge? Warte mal, jetzt muss ich mal hier gucken. Das Gefühl, in dem Level wird es mehr Geheimgänge geben. Bei mir ist nix. Und das hier oben? Aber hier hängen ganz viele Köpfe.
Hier ist ein Geheimgang. Aber ich muss sagen, dass ich das Blut ziemlich geil finde in dem Game. Das was? Das Blut, das so an der Wand teilweise hängt. Geil, da ist eine Leiter noch hoch. Ja, guck mal, was hier hinten ist. Wahrscheinlich eine Abkürzung, oder? Schwertschlüssel. Ist das in der Kiste? Da habe ich keine Angst, da bleibe ich stehen. Komet, na Mensch. Moment. Und jetzt ziehen wir mal die Leiter hoch. Fire's a Great Magic Comet. Intelligence 52. Holy fuck. Da ist eine Menge Holz. Ja. Das ist doch nicht so. Da ist doch ohne Geheimgang. Moment, gucken wir doch mal hier überall. Ich wollte eben schon fragen, wäre nicht theoretisch noch ein Geheimgang unten in dem Raum gewesen, auf der anderen Seite? Vielleicht. Du hast den Erstbesten genommen und gesagt, da ist er. Ich hab da begonnen. Du warst auf der anderen Seite. Ne, da war nichts. Mich irritiert das hier. Vielleicht musst du ja irgendwie den Dings hauen. Nichts ist. Wundert mich. Kann man hier, warte mal. Hier kann ich rüberspringen. Hier kann ich runter. Ne, hier will ich hier runter. Ne, hier will ich nicht runter. Nee, ich hab ja überlegt, da irgendwie den Kronleuchter. Ja, aber da kommst du ja nicht hin. Kräftiger Sprung. Und dann kannst du auch versuchen. Und nichts passiert. Ich hab mir getroffen, aber ist nichts passiert. Ich überlege halt, hier ist ein Loch in der Wand, aber ich habe das Gefühl, ich springe jetzt runter. Ja. Ich bin hinter der Wand. Ach, du bist da hinter der Wand, ja, Moment, klar. Weil ich vorm Bild stehe. Komm, lass mich klettern. Also eine kleine Magic Map hier mit vielen geheimen Gängen. Was war hier? Okay. Hier ist ein kleiner Topf. Oh, erst die Töpfe töten. Hier ist ein Item. Ja. Au. Kleiner Topf tot. Hinter dir noch ein kleiner Topf. Bei dir auch. Hinter dir. Hinter mir auch. Da nerv ich nicht. So. Jetzt holt man mal das Item. Das war das. Raises Potency of Sorcery. What? Moment, da guck ich doch mal, was das macht, das Item. Trotzdem verstärkt die Wirkung von Zauberei. Okay, wenn du ein Zauberer bist, herzlichen Glückwunsch. So, bevor wir weitergehen, gucken, ob es hier Eingänge gibt. Nö. Hier gibt's nichts. Wie kriegt man die Dinger hier irgendwie weg, weißt du? Ja. Ich würde mal wissen, wo wir jetzt landen da hinten. Guck mal, ich bin ganz oben. Nicht schlecht. Das habe ich gemacht beim Drachen. Da geht auch so ein kleines Gebirge so aufeinander gestapelte Steine nach oben. Da war ich ganz oben und bin dann runtergefallen und gestorben. Und da war meine Seele wieder ganz oben. Das heißt, ich muss mich da wieder hochkämpfen. Ich hätte ja überlegt, ob das Sinn macht, von da oben zu kämpfen. Ah, jetzt geht die Tür auf, die wir vorher nicht aufgekriegt haben. Siehst du? Was für eine Tür? Hier haben wir doch die ganzen Typen getötet. Okay. Und da war auf der Seite eine Tür, da sind wir nicht durchgekommen. Aber ich habe keine Abkürzung, oder? Nee. Nee, Abkürzung ist das nicht, aber wir wollten mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ja, oben. Dann gucken wir. Achso, hier oben unten haben wir ja schon geguckt, stimmt. Oben wollte ich gucken. Noch mal oben. Nö. Bei mir nicht. Dann im nächsten. Nö. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es einen schnelleren Weg hier gibt zum Bonfire. Zum Boss meinst du? Ja. Also kurz vorm Boss. Das ganze Stücke, die ganzen Gegner töten? Warte, bevor du durchgehst. Muss ich mich heilen? Ich heile mich mal. Also pass auf, da kommt ein. Der ist eigentlich nicht so schwer. Ich hätte ihn beinahe geschafft. Das ich nehme einen Jellyfish. Genau. Und ich nehme meine Hunde. Der ist schnell halt. Der war den. Aber ja. Autsch. Boah. Autsch, dann zahle ich mich wieder.
Ich komme ja nicht dazu, ihn zu schlagen. Jetzt hin. Ah, schade. Gott. Oh, ich habe ihn 5000 Mal geschlagen. Dürft hast du ihn nicht schlagen? Vielleicht einmal. Ach, meine Fresse. Ich habe ja immer nur den Schwanz abbekommen. Wie soll denn das gehen? Einfach hinrennen, immer hinrennen. Konnte ich ja nicht. Immer wenn ich hingerannt bin, kam der Schwanz, hat mich nach hinten geworfen. Ah, Versuch. Ja, ja, gut. Ja, also. Oh. Hat das Forum der Debatte aktiviert. Ich finde deutsche Sprache super. Debate Parler. Geh da jetzt erstmal ran, weil ich habe, glaube ich, 16.000 Seelen. Das reicht. Geheimwänge, Geheimgänge, Leute. Was nehme ich in Kraft? Geheim. Mach ein bisschen Kondition, ein bisschen Kondition pumpen. Geheimgänge. Ah, ich weiß nicht, im Boss. Naja, man weiß ja nie. Du wirst auch noch irgendwann ihn finden. Du bist ein bisschen wie Florentin Will. Irgendwann hast du das. Wieso? Aber wenn, hast du nicht gesehen mit Florentin? Nö. Der wollte doch bei, ich glaube, Dark Souls 3 haben die gespielt. Okay, habe ich nicht gesehen mit ihm. Nils und Florentin. Ich glaube, den dritten Teil haben sie gespielt. Okay. Und dann wollte er immer mal einen Geheimgang finden. Und dann dachte er mal, hier ist es. Ah, nee. Nils hat dann immer mal welche gefunden und irgendwann kam der Moment, da hat er einen gefunden. Und dann war das so eine Kiste und dann ist er hinter die Kiste gegangen, hat direkt den nächsten gefunden, hat ein komplettes Gebiet entdeckt. Okay. Und ich glaube auch, das war ein Gebiet, wo ich selber noch nicht war in Dark Souls 3. Und so ein Drachengebiet oder irgendwie sowas und dann hatten die einen Drachenkopf und so. Okay. War eigentlich ganz lustig. Gut, ja, kann ich mir irgendwann mal angucken. 10 kostenlose Zuschauer für dich. Aktiviere Gutscheincode. Fick dich. Level up. Oh, fick dich. Da werde ich dich melden. Moment. Man sagt nicht fick dich. Auch nicht diese beiden Begriffe sagt man nicht. Ich brauche nur 3000 Seelen. Meinst du, die kann ich fressen oder soll ich da ein paar Stücke? Ja, friss die. Was für große Seelen? Guck mal, wie viele die sind. Ein paar habe ich. Muss nur wissen, wo. 3 habe ich. Räucher. Ja, die fresse ich alle. Oh, 20.000 Seelen. Fast 17.000. Ah ja. Level up. Aber ich habe mir sagen lassen, Arcane ist ziemlich geil. Den kann ich halt kaputt machen. Oh. Hallo? Wo bist du denn? Mach mal die ganze Einrichtung kaputt, hinter dir. Na, ich mach auch gerade die Einrichtung kaputt. Abfahrt, weiter geht's. Aber wollen wir nicht einfach zurückreisen oder geht das hier einfach weiter? Oh. Na, geht weiter, wir haben doch gerade was besiegt. Wir haben gerade Boss belegt. Ja, normalerweise heißt das ja zurück zum Anfang. Zurück zum Anfang. Oh nee. Wir clearen hier erstmal alles. Ja, ich weiß ja nicht genau, was das ist. Na, hier sind auf jeden Fall kleine Viecher. Ach so, Krabben. Eine, aber hier kommen starke Gegner auch irgendwo. Also nicht wo. Könnten uns hinter uns können wir hochgehen. Bevor wir weitergehen. Ja, die Krabben sind Krabben. Hier hinten geht's hoch. Du sollst also erklären. Erstmal hier hinten hoch. Was soll ich dir am Krabben getötet? Zauberer. Und ein Topf. Ich schnapp mir mal den Zauberer. Da sind sogar 3. Aua! Scheiß Topf. Hier liegt was. Gesprungener Topf. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Geheimgänge. Ah, ich glaube, hier ist nichts. Das Fiese ist ja, es kann auch das hier sein, was verschwindet. Muss nicht mal eingelassen sein, die Wand. Das ist ja wirklich fies. Ich glaube, hier links kommen wir nicht hoch. Ne, da kommen wir nicht hoch. Wieso nicht? Ich bin hier oben. Da kommst du nicht. Hier du sind 5 Leute, ja. Und ein Zauberer ist auch da. Au. Jetzt reicht es mir erstmal. Kümmere mich um den unten. Kümmere mich um die Zauberer hier oben. Die Zauberer oben platt immer. Ich muss auf jeden Fall gleich.
Der Sonnenzauber, dass der uns nicht beobachtet hat. Kuckuck. Hier so ein Item. Viel hinten. Bin am... Ist da ein Raum? Ist da irgendwas? Nö. Na, ich häng in der hängt ja an der Wand. Ah ja, da ist ein Item. Sehr gut. Schimmersteinschleifmesser. Oben jetzt auch weiter, ne? Ja, da gehe ich gerade hin. Da oben jetzt nicht lang. Deine Worte waren da oben jetzt nicht lang. Ah, siehst du die da unten? Siehst du den Wagen? Deswegen bin ich da unten immer nicht lang gelatscht. Ja, jo. Ja, oben kommst du nicht lang. Andere Seite müssen wir aufmachen. Ja, der Wagen ist halt scheiße. Guck mal, da ist ein Typ vor uns. Oh. Da drüben gut. Gegenüber. Ja, ja, da können wir rüberspringen, ehrlicherweise. Ich glaube, da oben geht's zum Boss. Und hinter uns. Wollen wir unten den Hof mal clearen? Oben wäre auch noch einer gewesen. Hier ist die Tür. Ich glaube, das ist nicht die Abkürzung. Wollen wir den Hof da diese Ding mal töten? Von mir aus. Das macht aber Schaden. Der Typ. Oh, oh, er kommt. Ich von dem Link hatten. Oh, der macht aber richtig. Der macht überhaupt keinen Schaden. Der macht keinen Schaden? Wir machen keinen Schaden. Aber er macht Schaden. Heil dich mal lieber. Bin dabei. Oh, jetzt können wir irgendwo an der Seite oder hinten oder. Heil dich. Wieso ich? Oh, der geht weg. Gut. Der weg. Aber noch. Schön. Oh, 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 oh. Weg. Abstand halten, Abstand halten. Ja, hier. Bäm! Und verzaubert da hinten noch. Ich hab jetzt zaubert. Ist ein mit dir, du Affe. Geil. So. Hast du gesehen, was ich schießen kann, ne? Ja, ja. Hier die Klinke auch noch umhauen. Ich weiß aber nicht, ob der alleine, ob das nicht noch einen zweiten gab hier. Ist ja nicht so schlimm. Den haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, es ist gut, dass wir die Tür schon aufgemacht haben, aber da gehen wir jetzt mal nicht lang. Hier hinten mal gucken, was hier noch ist. Warte, hier sind noch Items, die ich noch nicht hab. Oh, 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 Riesenkrabbe. Naja. Der macht schon wieder Vereis. Ist nicht mein Problem. Doch, im Grunde ist es schon dein Problem. So. Weil ich zu dir komme. Oh, das ist ein Item, finde ich gut. Hoch hier. Das hole ich mir mal. Danke. Ah. Oh, er haut mich! Oh oh! Tot. Shit. Da wollte ich zu viel. Nicht sterben, sonst leben die wieder alle. Was auch immer das ist. Unterwegs. Der. Aber hast du gesehen, der war richtig stark gegen den. Gegen den. Mein Zauber, den hier. Der. Gegen die Krabbe. Drei Schläge habe ich mit dem Zauber gebraucht. Ah, gut. Hier ist irgendwas in der Luft, das nehme ich mir mal. Okay, kann ich mir nicht holen. Oder? Hier, Crab Eggs. Ah, kriege ich nicht. Aber ich habe jetzt natürlich auch keine Flaschen mehr. Also, Flaschen habe ich schon noch normal, aber ich kann nicht mehr zaubern. Ja, ja. Hier hinten war, wollte ich eigentlich hin, wo die Krabbe kam, da lag noch ein Item. Hier liegen überall noch Items. Ja, dann müssen wir die einsammeln. Den aus Lilia, was ist hier hinten noch? Ist hier noch irgendwas? Hier ist. Wir können da unten hingehen oder wir nehmen die Wendeltreppe. Mir ist das egal. Bei der Wendel, dann lass die Wendeltreppe nehmen und ich gebe dir erstmal. Am besten ich gehe vor, da kommt nämlich eine Murmel. Kommen wir überhaupt zur Wendeltreppe? Doch, hier kommen wir hin. Hier einfach von dem Ding. Lass mich vorgehen, da kommt nämlich eine Murmel. Dann springe ich hier rüber und dann bin ich sicher. Oh, da kommt die nächste Murmel. Da kommen wir rüber. Ja. Da wäre auch ein Item bei dir. Das hab ich mir gerade geholt. Ja, das hole ich mir so. Die Frage ist, wenn da immer wieder Murmeln kommen. Ich versuche mal mein Glück. Wie viel Leben? Wie viel?
Ah, 7000. Ja, ja, kann man machen. Oh, 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 oh. Ja, links halt, das kriegen wir hin. Ich bin oben. Ja, du, aber hier ist ja noch ein Item. Du bist doch ganz schön spät losgelatscht. Ja, ja. Hast du das Item mitgenommen? Ja, hab ich. So, was ist hier? Kommen wir hier durch? Ich von dieser Seite. Das Portal. Da gehen wir mal noch nicht rein, oder? Na. Aber was ist, wenn das nur jetzt da ist? Nee, das ist öfter, das wird immer da sein. Hm. Mal lieber, ob es hier einen Eingang gibt. Die findet da die Tür. Links ist, glaube ich, ein Eldboss, oder? Achso, da ist ein kleiner Gegner. Ah ja, hier. Ein kleiner ja, Gegner. Guck mal, der kann nichts. Mal wieder vermöbelt wird. Oh. Was war ja mein von dir? Ja, guck da blöd. Oh oh. Los. Na, aber mich. Muss nur umhauen. Hälfte hat er noch. 16.000 Seelen. Die sterben. Ja, genau. Aua. Ja. Kleiner Nein. Gegner. Kleiner Gegner, Alter. Ja, ich weiß, dass ich dir schon öfters um ihr Holz hab. Setz dich nicht ans Feuer. Ich hatte aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wieso nicht ans Feuer? Sind eh da. Nee, die sind nicht da. Wo müssen wir hin? Naja. Wieder dahin. Ey, oh nee, die sind jetzt wieder da. Natürlich sind die da, weil wir beide gestorben sind. Nee, ich war ja wieder am Leben, du hast sie hingesetzt. Nein, ich habe ihn nicht hingesetzt. Achso, dann ist weil der Host gestorben ist. Ja. Na gut, gehen wir wieder hin, wa? Ja, war ja einfach. Wär nicht. Eigentlich ist das einfach, wenn wir von zwei Seiten. Aber hier ist ja keiner mehr da. Die Bullies. Naja, die ganzen Krabben leben noch am Boden, deswegen dachte ich, sie sind wieder da. Ja. Hopp. Das haben meine Seelen bewacht. Kommst du? Aber jetzt kann ich vor allem wieder zaubern am alten Platt. Warte kurz, bevor du zauberst, jetzt zauber ich mal hier. Sit der? Ja. Ich schau hier mit dem Ding auf den Kopf. Ey, du Affe! Mit seiner Homo-Armee. Na, guck da, blöd. Noch Fragen? Wir sollten eine Bonfire finden. Ja, 16.000 Seelen, ne? Tja, ich glaube, es geht hier geradeaus zum Boss. Und hier geht's runter. Lass mal hier runtergehen. Ah, hier ist die Abkürzung. Oh, uiuiui. Ach du Scheißen Dreck. Was hast du denn gemacht? Er hat mir einfach einen Zauber in die Fresse gehauen und ich war tot. Da kam so ein Fünfer-Zauber aus seinem Zauberstab. Ich sage ja, wenn du direkt vor ihm stehst, ist richtig kacke. Oh ja. Ich bin eigentlich ernst genommen, dem Typen. Oh, bin unterwegs. Meine Robos machen das. Vermöbeln den Typen. Sehr gut. Machen zwar keinen Schaden, aber immerhin. Ich mach die Tür auf, oder? Ja, das sind die Bullies. Ich mach die Tür auf? Die macht doch Tür auf. Sei jetzt nicht zum Boss oder so. Nee, nee. Tür öffnet sich. Moment, ich muss jetzt erstmal wieder hier das Murmelspiel machen. Du musst. Naja, du hättest doch kurz warten können, jetzt einfach da hochspringen können, weißt du? Achso, die Tür hätte ich auch links laufen können. Ja, stimmt, hast du recht. Jetzt bin ich den Weg gegangen. Vielleicht hätten wir doch einen Turm hoch. Ich weiß nicht, wir gucken erst. Das ist jetzt die Abkürzung, oder? Die führt ja nur in die eine Richtung. Die führt nur hier direkt rüber, also vielleicht ist das doch der... Naja, ich glaube, da rechts, wo wir runtergesprungen sind, da ist der Endboss. Aber komm, wir gehen mal den Turm hoch. Nee, warte mal. Doch. Guck mal, die liegen hier alle noch. Komm mal her zu mir. Ja, ich weiß. Aber theoretisch ist das doch ein ziemlich kurzer Weg. Du musst nur hier durch den Tunnel laufen. Genau, und ich meine, hier rüber führt zum Endboss. Deswegen lass uns erstmal da hinten hoch. Achso, ich dachte, da hinten führt zum Endboss.
Na, das bin ich mir nicht sicher, aber ich weiß, in meinem Playthrough bin ich öfters die Abkürzung gegangen. Sag mal, können wir deine Hobos weggeben? Nee, kannst du ja nicht ein. Komm mit! Die sind ja allein. Die stehen da. Oh, hier ist noch ein Item. Habe ich eigentlich meine Seelen? Ja, 20.000. Finde ich das gut mit 20.000 jetzt hier unten? Naja. Merkst du? Deswegen hatte ich überlegt. Ich habe auch nichts mehr zum Zaubern. Nee, warte mal. Geh jetzt hier hoch. Warte. Aber, warte mal. Die Tür ging nicht auf. Hier war doch diese Tür, die nicht aufging von der Seite. Diese Tür ging nicht auf. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Dann muss doch irgendwo, wenn ich hier links lang laufe, muss dann ein Geheimweg hier reingehen. Ach, das ist mein Typ. Vielleicht kannst du rüberjumpen. Na, da unten. Kann ja nur hier links. Kannst du rüberjumpen. Ah, dann machen wir das doch. Mama, Hobos, geht mal weg. Ich will da rüberjumpen. Ich hab's geöffnet. Ja, ich bin jetzt rüber. Hier ist so eine Leiter hoch. Vielleicht ist ein Bonfeuer da oben. Roll mal unten gegen die Dinger da. Nö. Auf der anderen Seite vielleicht? Hinter der. Oh nein. Nicht schon, oh wieder, nein. Nicht schon wieder sterben, Kollege. Noch so ein dicker Typ? Aber ein richtig fetter. Ja, ich hab Zauber. Der Typ? Ach, du bist ja gar nicht da. Nein! Ich dachte, du hast den. Nein, ich hab den ersten erstmal umgehauen. Oh Gott. Ich hol den Zauberer hier. Er ist runtergefallen. Finde ich gut. Kann ich mitnehmen. Deine Hunde hinterher. Au. Das gefällt nicht so gut. Ist das hoch? Du musst dich heilen. Weiß ich nicht. Ne, er prügelt sich unten noch. Wir gehen mal runter. Wir gehen runter? Oh ja. Runterspringen so eine gute Idee ist, weil oh, das ist eine gute Idee. Aber ich habe ja keinen Schaden. Gegen seinen Helm macht er einfach keinen Schaden, kann das sein? Das kann sein, dann muss ich leiser sagen. Aber mit dem Zauber habe ich gerade gut Schaden gemacht. 300 oder so. Ich sprung gegen seinen Copy eben und da war gar nichts. So, ein Hund lebt noch, der guckt hier blöd. So, Geheimgänge. Hier nicht. Kann ich hier runterspringen? Ja, ach, hier kommt die Murmel her. Ah, hier ist der Murmelwerfer. Ja, dann willst du die, ja die Dinger schon gesprungen? Nö. Hier ist eine Kiste, ne? Ja, dann holen wir die doch mal. Hier ist ein kleiner Balkon. Schimmerstein-Karapakus. Hey, wir kommen aufs Dach. Gut. Ja, haben wir schon. Glänzt ganz geil. Gehen wir mal aufs Dach. Wir kommen aufs Dach. Hier liegt was. Ja. Zack. Die Gold. Ja, und jetzt ist hier wieder der Dings. Der Watt. Ah, da wo wir nicht weitergehen wollen. Aber hier geht immer noch der Aufzug hoch. Den wollten wir mal hochgehen. Doch Freunde. Wir gucken mal nach dem Bonfire hier in der Umgebung. Wir rollen jetzt mal hier gegen die Wände. Irgendwas war hier auch. Ich glaube, da drin sind ganz viele Gegner und ich habe die hier rausgelockt. Ich glaube, diese Wagendinger oder so. Wo wir nicht so viel Schaden machen. Doch, mit Zauber mag das schon Schaden. Na ja, das wollen wir mal aufmachen. Ich bin doch nicht gegen alle Dinge gerollt. Ich mach mal auf. Du hast gesagt, wir wollen hier gegenrollen. Ja, hab ich doch schon vorne auf unserer Seite. Auch hinten? Nee. Endboss. Nope. Endboss-Tal. Nope. Das ist ein Endboss. Deswegen sag ich, wirst du hier hinten schon über lang gerollt? Ja, hab ich schon lang gerollt. Wie schnell rollst du denn? Und Abfahrt. Das ist ein Zauber-Endboss. Ich glaube, da sind ganz viele Gegner und du musst mal den richtigen treffen. So ein bisschen wie bei Dark Souls, der Rattenboss. Wir können jetzt die Abkürzung gehen, ne?
Die Frage ist ja, also eigentlich nur die Abkürzung hier und dann hochfahren, ne? Also ist das ja nicht so weit weg, das Bonfire. Ja, aber der große Gegner, den wir da vermöbelt haben, der wird da, glaube ich, auch nochmal sein. Aber dann frage ich mich, was hier rechts ist. Du rennst einfach durch. Was hier rechts ist? Sind wir da schon rübergejumpt? Naja, aber der geht's platt gemacht. Ach, unten geht's lang, ne? Ja, unten kannst du die Tür aufmachen. Ah, hier ist noch ein Item. Das war's. Ah, und hier kannst du auf die Dings. Welche Ding? Aufs Dach. Tja. Wollen wir da lang oder wollen wir erstmal Seelen? Wir sichern erstmal. Weil irgendwas war da auch auf dem Dach. Ja, wo, wo, wo? Aber ich hab's auch nur schwerer in Erinnerung, weil ich es natürlich alleine gespielt habe. Wo bist du hin? Naja, oh, zum Bonfire. Ich weiß nicht, wo Bonfire ist. Unten, Hof. Ach, unten, und dann wieder zurück. Unten ist er im Hof, sagt er. Ja, weißt du, wenn du so oft stirbst, ist klar, dass du den Weg kennst. So oft sterben. Ich renne hier das erste Mal lang. Level up. Ja, mir fehlen halt 3000 Seelen, die fresse ich jetzt. Sag da Seelen. Ha? Jetzt frisst er wieder Seelen. Naja. Ich fress direkt die große. Reicht das schon? Nee, reicht noch nicht. Ich brauche noch knapp 1000. Auch so. Das hat, weiß ich noch, Florentin hat dann auch versucht herauszufinden, wann man einen Kerzenständer umhauen kann und wann nicht. Und? Wann ihr das? Keine Ahnung. Hatte irgendwie welche, da konnte er gegenrollen und gegenhauen und sind die kaputt gegangen. Hat er welche gehabt, die sind nicht kaputt gegangen. Lass mal erstmal diesen die Abkürzungsweg hier gehen, da unten durch. War das unten? Ja, nee, das war hier hoch. Lass hier hochgehen. Lass hier hochgehen. Und dann runterspringen. Aber oben waren die ganzen Zauberer. Ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Unten lang? Geht unten lang. Ja, weil jetzt das fahrende Auto da kommt. Ach, das trifft uns doch hier nicht drin. Stimmt. Ein Zauberer ist das. Oben halt noch. Oben wartet doch einer. Achtung. Nervt mich nicht. Aua, mich hat er aber. Bin voll in dem seine Schussbahn. Von hinten. Und rüber. Tschüss. Nie da gewesen. Ich glaube, hier sind so eine Zauberer. Achso, ne, die Dinger. Und weg. Warum? Oder so, finde ich gut. Na, irgendwann hauen die doch wie blöde. Naja. Finde ich gut. Ist halt einfacher, wenn man zwei hätte. Ah, ich gucke erstmal unten. Ich habe auch irgendwann mit komisch springen. Also rechts von uns. Ich schätze ja nicht die Seiten, vielleicht hier irgendwo in die Heimjagd. Könnte sein. Ja, aber machst du das nicht? Weil du doch machst. Spannend. Bewegen sich gleich hier Gargoyles? Irgendwas war hier. Da vorne ist ein Typ. Hoch. Aua. Ist gesagt. Hey, die Fresse. Da dürfte dann noch einer kommen. Vorne ist ein Zauberer erstmal. Oh, oh, oh. Aua. Nerv mich nicht. Ich hab den Gargoyle platt gemacht. Kommt noch einer. Na gut. Ah. Oh, scheiß Mist. Oh, ich muss nochmal heilen. Item hier. So. Irgendwo runterspringen? Nö. Da oben kann man an der Glocke bestimmt läuten. Ja.
Item. Meteorbolzen. Also auf nächsten. Ich glaube, hier war so ein ganz komisches Ding zum Springen war hier. Du kannst auf nächsten springen. Nee, du kannst erst hoch, glaube ich. Hier war doch eine Leiter. Nee, war hier nicht. Nee, vielleicht die Leiter war woanders. Geronimo. Aber die muss man ja geradeaus auch kommen. Na gut. Geht hier aber nur runter, ne? Deswegen, man kommt hier irgendwie hoch. Ja, ganz unten ist eine Leiter. Halt wieder hochkletterst. Meinst du? Also geht hier nach links? Nicht? Oh, ich glaube, das war der Sprung. Ich glaube, hier kommt man da irgendwie runter. Ja, aber hier musst du von oben ganz oben machen. Von hier nicht. Also du kannst hier ein Dings holen, ne. Wie viel habe ich denn zu verlieren? 7000. Ne, hier mal bestimmt. Guck dir doch mal den Sprung an, willst du mich veräppeln? Im Leben nicht. Warte, ich mach mich nackig. Auch dann nicht. Ja, ich hab einen schönen Körper. Also ich stelle mich hier an den Rand, ne? Ich will zugucken. Tschüss. Ah, viel hat nicht gefehlt. Da willst du mich verarschen? Hat nicht viel gefehlt. Da hat wirklich nur ein Millimeter gefehlt. Und darfst du zu mir kommen, ich esse dann Pudding. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich weiß, dass ich es gegoogelt habe gehabt, wie man da hinkommt und dann weiß ich es aber nicht mehr. Warte, ich muss erstmal wieder meine Klamotten hier anziehen. Naja, oben war ein Item. Also nehme ich an, musst du oben irgendwie hinkommen. Und wenn du von oben springst, hast du einen weiteren Radius. Das war irgendein scheiß Sprung. Und damit man nach oben kommt, weil ich meine, wenn du auf dem bist, kommst du nach links und dann kommst du eine Leiter hoch. So, nehmen wir jetzt den. So. Nee, da ist keine Leiter, du kommst da hinten auf das Täuschen. Na. So, ich komme jetzt erstmal zu dir hier. Dip, 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 dip. Die ist ja zum Glück alle tot. Schön, dass ich sehe, wo du lang gehst. Das ist ja ein schön weiter Weg. Aber wie gesagt, alleine ist das schon wesentlich schwieriger. Ne? Hier kannst du ja sagen, ich nehme den einen Gegner, ich nehme den anderen Gegner. So musst du gegen beide kämpfen. Das ist schon schwierig. So, wollen wir hier weiter. Wie kommt man auch in diese Kathedrale? Ja gut, ich komme mal runter zu dir. Also sagst du jetzt runter hier oder was? Ja, scheint es so weg. Kann man nach hier gucken, ob man hier irgendwas kann? Ja, hier kann man nichts. Hier geht es nicht weiter. Dann geht das hier runter. Ja. Also auf da rechts ist wieder so ein Pfeilboy. Knapp ich mir mal. Oh, ein Weitersprung. Nö, war ein normaler. Gegenrollen. Oh, was ist mit dir hier? Was ist mit dir? Ich hab einen Pfeil getroffen. Kann man hier jetzt geht das hier hoch. Das ist ein Item. Hier geht es auch nicht weiter. Links auf die Plattform wahrscheinlich. Links auf die Plattform? Achso, da unten. Ja. Ja, da unten wird man dann. Und da ist auch noch ein Item auf der rechten Seite. Siehst du das? Was meine ich? Kommst du hoch auf? Dann gehen wir hier runter, oder? Ja. Ich gehe mal rum, hier ist eine Leiter. Imbued SWAT Key, ein besonderer. SWAT Key. Ein SWAT Key. Aber hier, warte, hier kann man doch rüberspringen. Hier zu dem Turm. Das Wasser sieht aber nett aus. Guck mal, hier ist auch ein Item. Schmiedestein 3. Den brauche ich noch.
glaube ich. Komm mal rüber. Hup. Andere Richtung. Nein! Oh Gott, weil du vor mir standest. Ich B gedrückt habe, dann macht der einen Sprung zurück. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, so ein dicker Typ auf dem Dach. Ja, kannst du jetzt alleine machen. Ich warte jetzt erstmal, bis du da bist. Ich warte. Das ist ein bisschen schwieriger Sprung. Ich warte, bis mein Kumpel kommt. Ja, ich geschafft den Sprung. Wenig, aber mein lieber Herr. Ja, mein lieber Herr, sag's mal, er muss sich jetzt aber erstmal erholen von. Oh, der hat, sieht mich, ich versteck mich. Na, dann versteck dich mal auf dem Gebäude. Ich versteck mich hier hinter der Wand. Mhm. Bug. Was? Bug? Bug, habe ich gesagt. Zack. Was für ein Bug? Zack, mein Sprung. Ist genau die richtige Position, die ich jetzt einnehmen will. Eingeschlafen. Ich habe übrigens dieses komische Emblem, womit ich Lebensenergie immer generiere. Okay. Wie muss man da oben zu dieser komischen Glocke kommen? Naja. Na, kommen wir schon dahin. So. Da. 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 Muss ich irgendwo hin? Na, da muss ich runter. Da muss ich runter. Bist du beim letzten Mal bist du bei deinem Singleplayer hier auch durchgelaufen? Ja, ja. Und ich habe das auch oben hier geholt. Warum schlafen sie wieder? Jetzt muss ich mir meine Seelen da wiederholen. Mhm. Da sollst du jetzt nicht runterfallen. Also eine Leiter, die runtergeht. Bei dir? Wie komme ich denn hier rüber? Einfach geradeaus und dann springen. Da wo du bist, geradeaus laufen und springen. Na gut. Steh mal wieder auf hier. Ja, bei mir ist die Leiter gewesen. Bei anderen, bist du schon einmal umgelaufen? Nee, noch nicht. Naja, da müsstest du auf der anderen Seite nicht Ober sein. Oder habe ich das schon? Nee, das habe ich schon gehabt. Dann gehen die Leiter jetzt runter. Oh, ich hab's auch schon gehabt. Da unten ist so ein Typ. Ja, ja. Der dreht hier seine Runden. Wir springen einfach rüber, ne? Mach das. Au, 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 au. Oh Gottes Willen. Hallo, lass mal meinen Kumpel in Ruhe. Ich hab noch alles gemacht, aua. Oh, au, 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 au. Oh, Ende. Blutungsschaden. Ganz gut Blutungsschaden. Also, wenn ich fragst, was ich gemacht habe, nix. Ich weiß. Ich bin an ihm vorbeigesprungen, weil ich ihn falsch anvisiert hab. Hier vielleicht so, da geht's rüber auf das Dach, da kann man uns ein Item holen. Hier gibt's hier heim. Oh, guck mal, hier kommt es drin gesprungen. Ja, das lassen wir erstmal noch. Warum? Weil hier außerhalb auch noch ein Item ist. Da können wir erstmal hingehen. Innerhalb ist auch ein Item. Wo soll ich denn reingehen, wenn ich da erstmal draußen alles looten kann? Ja, lässt er die Tüte. Oh, hier sind die kleinen. Die kleinen Typen waren hier gerade, die Mini-Gargoyles. Sind die Mini-Gargoyles. Ne, das waren die Mini-Typen, die dich so geärgert haben. Ja. Und hier außen geht's da runter. Ja. So, aber ich würde sagen, oben gehen wir lang, oder? Sind die hier oben? Ne, den hab ich erst weggeholt. Jetzt guck ich erstmal bei dir. Hast du das Magiefett geholt? Ich sah nicht wo. Mal da hinten. Wir könnten aber auch eigentlich hier runter, aber das ist zu hoch. War sie erstmal ein. Oh, die Mini. Da kommt da ein Mini-Gegner hinter dir. Ja, der hat auch gerade gehört. Na, sagen Sie mal. Halt mal die Klappe. Sagen Sie mal. Schauen Sie mal. Hol mal ein Item hier. Ich hol mir das hier innen drin. Eine Rune. Oh Gott. Gott, ja, die kann man runterspringen. Hast du mal da hinten an dem Fenster gegengehauen? Nee. Hau mal gegen. Ganz vorsichtig. Aber. Ganz, hallo, sie halten den Verkehr auf. Ganz vorsichtig, ich will hier nicht sterben. Wollten wir draußen eigentlich noch irgendwas? Da ging es doch runter, hast du gesagt. Draußen ging es runter, ja. Und hier ist auch runter. Aber hier runter ist halt auch nicht. Hier müsstest du auf den Balken, aber das können wir machen. Unter uns sind doch Zauberer, ne? Zack. Ach, da. Was hast du? Unter dir ist ein Zauberer. Und ich gehe jetzt hier auf das Ding rauf, weil da ist ein Item. Immer Stein, Schlüssel der Akademie. Der wird wichtig sein.
Wer schießt hier? Man schießt auf mich. Ja, das finde ich gut. Ich gehe mal runter in Sicherheit. Oh oh. Alter. Oh, 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 oh. Ich bin sicher. Kann ja nicht helfen, ich muss hier erstmal einen verhauen. Der hinter dir ist, dass du so sicher warst. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt sitzt er ja. Oh, ich hab doch gerade erst mich geheilt. Wer haut mein Bad? Ist ja gemein. Das war wirklich gemein. Komm, er hält, kommen die nächsten Pfeile. Verzauberungskristall. Jetzt gucken wir mal in Ruhe, ob es hier noch irgendwas gibt auf der Ebene. Ja. Unter einem Geheimgänge oder so. Hast du dir das oben eigentlich geholt? Ja, nee, oder? Doch, habe ich. Okay. Wie ein Profi gerollt, währenddem der mich angeschossen hat. Hier unten, ah, ich sehe das von unten. Da waren wir da unten in der Halle. Ja. So, was gibt's hier draußen? Hier draußen ist wahrscheinlich der Weg, den du gesehen hast von draußen. Ja, du bist runtergekommen. Was ist hier? Aber wir kommen ja nicht mehr hoch, ne? Spannend. Hier ist eine olle Krabbe. Eine besondere. Ja, super getroffen. Wie kann man denn diese Krabbe nicht treffen? Weil ich mir anvisiert habe. Jetzt einmal rüber, gucken wir mal, was hier ist. Warum kann ich hier rüberspringen? Was hat das für einen Sinn? Hier rechts geht es auch nicht runter. Da unten waren wir doch noch nicht, oder? Da könntest du hier auf den Baum springen. Ja, nee, jetzt lassen wir. Ich will nicht auf den Baum springen. Also sehr schwer darüber zu springen, aber theoretisch könntest du auf die Wurzel springen. Ja, nee, jetzt lassen wir. Und dann könntest du da unten an der Brücke lang. Da unten ist so Feuer. Aber ich glaube, da waren wir. Aber da waren wir. Ich bin schon ganz zufrieden, wenn ich hier oben bin. Hast du ja alles geholt auf der Ebene? Ja. Da runter müssen wir nicht. Hier, da geradeaus ist einer, der ist schnell. Aber nicht so schnell weg. Das stimmt. Schnell war ich nicht. Aber ich stand den immer, ne? Nur mal so nebenbei erwähnt, ich bin der das stunt. Ich habe ihn gerade gestunt, weil ich... Ich habe ihn gestunt. Ach, so nach Schimmerstand. Ich habe ihn ruffgeknallt. Ich habe mit dem Sprung Rechtsklick gemacht, da wurde er gestunt, das mache ich nicht oft. Ja, ja, ja. Ich drücke immer linke Taste, den einfachen Schlag viermal, dann ist er gestunt. Kann man den hier befreien? Du brauchst halt irgendeinen Zauber, der wahrscheinlich gegen diese Kristalle hier wirkt. Wahrscheinlich kriegt man dann sogar noch... Ich frage mich, was dieser Raum soll. Wie heißen die Dinger? Die heißen doch irgendwie, oder? Das sind Kristalle. Ja, wie heißt das? Glintstone oder so ein Schimmersteinkristall, wenn du es genau wissen willst. Nee, ich will es auf Englisch wissen. Ja, ich guck einfach mal noch. Ja, aber das ist ja nicht mehr, ist nichts. Wir haben eine Waffe hier bekommen. Hier zurück. Moment. Glintstone. How to beat Glintstone Dragon, trying to beat Glintstone Dragon? Nee, ist nur der Drache. Ja, aber guck mal, hier unten runterspringen wäre totaler Schwachsinn, weil hier waren wir. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Wenn du hier rausguckst. Ich musste gerade mal Florentins Wildtheorie bestätigen. Da unten waren wir. Gibt's da hier irgendwo einen Heimgang? Naja, auf jeden Fall unten bringt nichts. Das bringt auch nichts hier. Ich will eigentlich darüber zu der Leiter. Sind wir nämlich nicht runtergegangen. Ich wüsste nicht wie. Komm ich auch nicht hoch. Da liegt sich jetzt kein Weg. Ich auch nicht. Na, wir könnten den Boss machen, ne? Das könnten wir machen. Haben wir hier schon gecheckt wegen Geheimgänge? Ich bin gegen ein paar Jägen gesprungen. Aber ich glaube, hier wird nichts sein. Also wenn du draußen auf dem Dach. Genau, wenn wir draußen hier sehen, dass da nichts ist. Geht's hier irgendwo runter? Ne, das ist alles zu hoch. Maximal auf diesem Tunnel hier zwischen uns, weißt du? Ja, aber auch da bist du nicht. Vor allem hier macht's ja keinen Sinn. Hier macht's keinen Sinn. Der Raum macht eigentlich auch keinen Sinn, außer dass wir da ein Item bekommen haben. Wir haben ja auch schon gegen alles gerollt, was geht. Mich irritiert das da draußen halt.
Da kommen wir auch nicht hoch. Wie irritiert dieser Raum? Ja, da gab es ein Item, deswegen. Ja, aber so ein pompöser Raum für ein dämliches Item? Das ist ein pompöses Item. Ah ja. Nach oben. Komme ich auch nicht rüber. Wo komme ich denn da hin? Das Ding hier irritiert mich. Welches Ding? Dieser Vorsprung. Ich gucke. Was soll das? Ja, da hinten oder wie? Naja, du könntest auf den Baum springen. Ja, was soll ich da? Na, von da dann runter. Aber da unten waren wir. Da ist die Brücke. Diese komische Hängebrücke. Da unten sind wir rein. Es regnet. Also wir haben ja noch einen anderen Weg zur Not, ne? Zu dem. Oh. Ja, pass mal auf, Kollege. Zu dem Boss nach oben. Und hier geht's nicht mehr hoch, oder? Na, leider nicht. Deswegen, ich würde nämlich auch gerne hoch hier an der Stelle. Ja, wir können auch zurückgehen. Wir können auch traveln. Zurück traveln. Kann man hier irgendwo auf den Turm springen? Church of Cuckoo and Main Academy Gate. Ja, das ist zurücktraveln. Also wohin jetzt? Ja, wohin? Kirche des Kuckucks? Ja, die geht's mal an, das ist wahrscheinlich unten. Gehen wir mal hin. Das ist ja genau das Gebäude. Ja, wir waren ja schon Bonfire weiter, glaube ich. Kommst du oder nicht? Ah, ja. Da bin ich. Aber okay. Das ist nicht der Bonfire, wo wir hin müssen. Aber das ist hier unten. Das ist unten im Gebäude. Ja, ja, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Achtung, gezaubert. Was für eine Kacke denn hier? Aber hier müssen wir eigentlich nicht lang. Wir müssen das andere Bonfire erwischen. Die Frage ist, ob wir von hier zum Endboss kommen direkt. Warte mal, ich guck mal, wo das andere Bonfire ist. Ah, guck mal, hier unten geht's hier unten lang. Ah, ja. Hoch um der Debatte, da müssen wir hin. Unten rechts an dem Haus. Du hast die Schulklassen? Ja, genau, vor um der Debatte, da bist du hin. Hello, how are you? I'm fine. Ein Zuschauer. One visitor. Maybe we should switch to English. My name is Thomas. Ja, das ist das, was ich mit meiner Einjährigen... I like video games. Das ist das, was ich mit meiner... ich hab dir 50 Schaden an dir gemacht. Kann das sein? Nee. Stand gerade irgendwann bei 50. Schaden. 9000 Seelen war der Lewischti und... 5000 ist mir egal. Ja, ich guck mal, 9000, ich glaube, ich muss nur 3 schlucken, dann kriege ich ja ein Dings. Können wir zum Gegner rushen, also zum Boss? Naja, was heißt rushen? Wir müssen den Typen da umholzen und dann geht's geradeaus. Komm. Na, Glück. Achso, nee, wir müssen... Wie war denn der, die Abkürzung? Na, links durch den Tunnel. Nee, aber da kommen wir nicht zum Boss. Da gehen wir wieder über die Dings. Wir müssen oben durch den Tunnel, aber da sind so viele Gegner. Lass hier einfach über die... Rechts über die Kugeldings da latschen, hier über die Wendeltreppe. Okay. Weil dann hast du ja nur den dicken, den müssen wir umhauen und dann stehen wir ja fast vorm Boss. Haben wir eigentlich mal hinten geguckt, was da ganz hinten? Da hinten ist auch noch ein Item. Nö, haben wir nicht. Da geht jetzt hin. Ob das klug war? Du musst halt nur ausweichen der Kugel, ne? Schmiedestein 5, das ist gut. Na komm ich mit, kommt hier eh keine Kugel. Naja, wenn ich jetzt da hinrenne, schon. Ich warte, bin nett. Aber die Kugel ist doch nicht so breit wie der Weg, oder? Du kannst eigentlich rechts oder links ausweichen. Na denn? Naja. Viel Erfolg. Machen wir. Vielleicht kommt ihr auch nicht, weil wir da oben den Typen getötet haben. Weißt du, es leuchtet das Portal, aber es kommt nichts. Ja, ich glaube, wir haben den großen Typen getötet, deswegen. Den Helmtypen, Lord Helmchen. Okay. So, und hier war auch eben der komische andere Typ.
Okay, da kommt auch nicht. Na denn, können wir einfach durchlatschen. So. Dann Abfahrt. Gibt es hier irgendwo ein Secret? Links und rechts? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Ja. So. Also. Ich meine, da kommen ganz viele und wir müssen da irgendwas ganz Spezielles töten. Ich geh mal rein. Nimm die Wendering Noble Ashes. Los. Ah ja. Schauen wir uns das an. Ja, logisch, ich kenne ihn ja noch nicht. Mhm. Spannende Gebäude. Siehst du eigentlich dich oder siehst du mich? Ich sehe dich, glaube ich. Ich sehe so einen Samurai. Ja, den sehe ich auch. Sehr gut. Und mir schnüffelt ein Bibliothekar an den Schuhen. Ah ja, guck ich auch. Ne, sah jetzt irgendwie ein bisschen. Also da jetzt ein bisschen nach Anime. Ach ja, stimmt, Japan. Die Griechen alle, ja, die Griechen alle. Und irgendwie, irgendeiner muss mal da umhauen. Ja, ich hole meine Wanderer. Ist ganz komisch. Ich skippe. Oh, das ist dreist. Ich will jetzt erstmal zaubern. Jetzt kriege ich erstmal meine ganzen. Du kannst. Ach, ja, du musst die Dame da töten. Hol deine Hunde. Bitte. Aua! Ich sehe noch nichts, bei mir ist nur schwarz. Weiter geht's. Ich glaube, die leuchtet, muss man töten. Okay. Oder irgendwie so. Nicht mehr. Oder die kommt runter, irgendwie sowas. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Ah, hier. Hier, damit ist er. Da, einer. Ah, Gott. Nee, da kommt man dran. Das hat mich einfach von hinten beworfen. Ja, das kann schon sein. Die werden da hinten ist er, ja. Wo ist er? Achso, ja, dann hau sie mal um. Hab's ab. Ihr müsst ja wieder runterkommen. Ich glaube, wenn wir die umhauen. Ah, da oben fliegt sie jetzt, oder wie? Ja, ich glaube, wir müssen die Kleinen, die so eine Blase um sich haben, die müssen wir umhauen. Dann kommt sie auf den Boden. Dann müssen wir sie umhauen. So, jetzt kommt sie runter. Jetzt können wir draufhauen. Und gleich explodiert sie, dann müssen wir weg. Und weg. Oh, weg, weg, weg. Jetzt müssen wir da hinten wieder die Dame, die leuchtet. Da hinten links, die hole ich mir. So, jetzt leuchtet wahrscheinlich eine andere wieder. Ich sehe sie nicht, die leuchtet. Ich sehe sie auch nicht. Ich gehe mal hinten rum. Hier ist da hinten, ich sehe sie. Ist kaputt, jetzt muss eine andere leuchten. Mal überall diese Hobos hier im Weg. Also bei mir in der Ecke. Auto. Oh, ich bin tot. Das ist uncool. Mir ist irgendwann auf den Kopf gefallen. Ein Kronleuchter oder so. Das ist uncool. Ja, und die hat noch halbe Energie. Deine Hunde sind auch weg. Weg, weg, weg. Hat aber keinen Schaden gemacht. Okay. Hinten rechts hilfst du. Nerv mich nicht. Wo leuchtet sie? Achso, noch ein Hund. Ich gucke. Da. Ah, da ist er. Und jetzt zurück. Diese links. Murmel da, siehst du die? Ja, ich gesehen, ja. Geil. Wo ist die leuchtende Dame? Wo ist? Oh, die liegt. Auf sie. Also sie explodiert. Ah, fuck it. Dann war es zu spät. Aua. Gerade gegenüber ist er. Ah, sind jetzt zwei. Aua. Zwei gegenüber. 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 Und die da? Kann man bitte aufhören, mit Sachen zu werfen? Aua! Aua!
Kommt der denn hier runter? Nee, noch nicht. Da hinten noch? Aber der Kronleuchter, der hat mich erschlagen. Ich hab's gerade gesehen. Ja, da links gleich auf mich zu. Oh, heilen, 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 heilen. Heilen. Die kommt runter. Fische noch. Ein Schlag noch. Sehr gut. Oh, Phase 2. Die Phase 2. Die Phase 2. Nee. Ich hab nur schwarz. Ich hab auch nur schwarz. Oder irgendwas klingelt. Ah, da siehst du Phase 2. Schön. Dann machst du den alleine, hast oder? Komm ich wieder. So einfach ist, oder was? War ja. Ich hab mitgefiebert. Also ihr könnt dort einfach hingehen und die einfach so zack töten. Los, hier hin, hau sie einfach um, bevor sie da rangeht. Das Schöne ist, ich habe schon wieder Soundprobleme, bei mir ist das alles ganz ruhig. Es kommt wirklich eine Phase 2. Ich höre gelegentlich einfach nur ein komisches Keuchen. Ah, oh nee, jetzt kommt wirklich eine Phase 2. Ich skippe. Ich bin eh nicht am Leben in dem Sinne. Puh. Ach du Scheiße! Na schön. Du. Ja. Auf da mit. Läuft doch. Was willst du denn? Ich hab genau die richtige. Genau die richtige Frequenz. Das war vielleicht jetzt ein Fehler. Nee, war keine. Geht okay. Ihr weiter? Hast du gedacht oder was? Ja gut, das ist einfach. Ich glaube, ich verschwindet sonst. Und jetzt noch mal schön zum Abschluss. Dann ist er aber tot. Echo der Vollmondkönigin. Der war wirklich ziemlich schwer, ja. Ich glaube, die verschwindet und schießt ja irgendwelche Pfeile in den Arsch. Okay. Aber gegen den Samurai und gegen die Schnelligkeit des Samurais hat er einfach keine Chance. Okay, bei mir ist nichts mehr da. Du schwebst in der Luft? Ja, es lädt gerade. Gleich ist soweit. Gleich bist du tot. Academy of irgendwas. Die schweben. Das wäre gemein, wenn ich jetzt meine Seele nicht kriege, weil... hier kommt nochmal irgendwas. Ah, okay. Okay. Where did he flee, my sweetings? Ja, nerv mich nicht. So, labern wir sie an? Ja, klar. Du könntest natürlich erstmal rangehen. Ich habe halt 49.000, sehe ich jetzt hier an. Guten Tag. Lebst du eigentlich noch? Ja. Noch nicht. Jetzt. Bin ich tot. Ach so. Naja, halb so wild. Ich pump mal, wa? Stärke? Na, Stärke. Machen wir Stärke auf 20. Wollen wir erstmal mit ihr reden? Ich hau ihr auf die Fresse. Oh. Nee, reden wir mit ihr. My sweeting. Ah, ein neues Problem. Bla, blub. Wiedergeburt? Anpassung? Ah, da kann ich meinen Typ ändern, okay. Wie? So, Wiedergeburt? Wiedergeburt? Was ist ein Wiedergeburt? Use a lava Wiedergeburt. Mach ich. Habe ich jetzt gemacht? Und? With a rebirth menu, you can spend lava tears to clear your levels and reassign them from Square One. Ah, du kannst, glaube ich, dann deine Levels nochmal neu verteilen. Das ist geil. Wenn du sagst, ich hab mich verskillt. Ich hab mich verskillt. Wer kennt ihr nicht? Der verskillte Magier. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich geh mal hier an die Kiste, ne? Ich könnte jetzt komplett Strange auf 60 machen. Die ist verschlossen, das finde ich aber dreist. Oh. Kannst du machen, Köln. Es ist weg. Ja, ich hab mich reingesetzt. Guten Tag. Oh, was soll denn das? 15.000, da ist er doch wieder. Ist weg. Es ist einfach weg. Also ich könnte damit in der Tat neu skillen, das ist nicht schlecht. Das ist neu verteilt. Ja. Das ist gut zu wissen, weil dann kannst du ja ohne Probleme jetzt mal wirklich gucken, ey, ich würde gern den und den spielen, du brauchst nur eine von diesen Lava-Tiers und kannst komplett zum Beispiel alles in Arcane ballern. Ja. Du bist übelst schwach, hast aber Arcane. Das merke ich mir, hallo? Ja, hier, ich bin ja schon weg, da kannst du mit dir reden. Nee, ich will ja nicht mit dir reden, ich habe jetzt nicht vor, umzugehen. Kannst du die Kiste aufmachen, die da war, die da steht, weil die bei mir verschlossen. Ich kann sie aufmachen. Du kannst sie aufmachen? Jo. Zerreißt. Nee, locked. Schlüssel jetzt drin. Locked ist bei mir auch. Herzlichen Glückwunsch, das hätte ich auch sagen können. Nee, hätte ja sein können, dass bei dir gar nicht das Menü kommt.
angekommen. Oh, man kann hier. Kann ich hier nicht schlagen? Nee, ich kann hier gar nicht schlagen. Ja, weil sie jetzt hier ist. Und was so, ist das hier für ein Baum? Weiter hier? Bleibst hier in die Heimjank. Sind wir damit gerechnet? Ja, Heimgang? Ja, aha. Du glaubst immer fast nicht. Ja, vor dieser hohlen Wand zum Beispiel. Mein Dark Souls Fans sagt mir, hier ist nix. Aber da weiß ich ehrlicherweise wirklich nicht, wo es weitergeht. Weil dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. Naja, was heißt alles? Wir haben ja diesen komischen, dieses komische Portal, was wir, wo wir nicht durchgegangen sind. Da könnten wir durchgehen. Kann ich mich hier ducken? Nee, du kommst da unten nicht hin, falls du die Idee hast, da durch das kleine Loch zu krabbeln. Ja, sieht aber, also von der Größe her würde ich passen. Nein, da kommen diese komischen Krabbeldinger. Die Krabbelleute kommen da raus. Ja, ich beim Bosskampf. Ist auch ein Krabbelding. So, na gut, gehen wir zurück. Erledigt. Also, reisen. Alle, hopp. Nee, lass hier runter. Warum? Wir gehen durch dieses komische Portal. Bist du noch mit wahr? Ach so, nee. Hätten wir uns mal markieren sollen. Ich glaube, das finden wir auch. Aber wir müssen unten nur links. Ich glaube, wir hätten den Boss nicht geschafft, wenn ich dabei gewesen wäre. Wieso? Aber weil du dann nicht konstant auf jeden immer mit derselben Taste ruf hättest böllern können. Sondern meine Hobos gekommen wären und den verprügeln hätten und dich rausgeholt hätten. So, ich muss aufpassen, hier links ist wieder der Olle. Du wirst mich nicht nochmal töten. Ja, komm, wir gehen weiter. Ah, ich weiß, wo es war. Alle zurück. Ja, oben rechts war das doch, oder? Genau, hier rechts und dann durch die Tür und dann hoch. Aber da ist jetzt nicht wieder der Große. Was waren die links? Nee, hier links war das. Links war das, nee, rechts nicht. Oh nee, jetzt ist es kaputt, jetzt kommen wir hier nicht durch. Wir hatten. Oh, das ist. Ist so, Travel to another location, yes. Bei mir war, hat sich geleuchtet. Okay, bei mir jetzt geleuchtet, aber das meinte ich. Tja, sein können, dass man es nur beim ersten Mal sieht und dann leuchtet das. Ach, wie gewöhnlich sind die, glaube ich, außer Betrieb und dann in Union of Lakes. Aber wir sind einfach darüber gereist. Okay. Naja, bei mir lädt er noch. Church of Vows. Lunia der Seenlandschaft. Ja, guck mal auf der Karte. Hier. Ja, ja. Sind wir auf der anderen Seite? Ich öffne mal die Kiste hier. Hier ist die. Ja, hier ist diese Riesen. Ich hoffe, du hast sie nicht getötet. Nö, die Riesendings habe ich nicht getötet. Warum sollte ich? Kann man, glaube ich, anlabern. Die hat eine Krone auf. Ja, die kannst du anlabern. Die Stimme ist aber kacke von ihm. Naja. Ich erwarte da sowas. I don't know. But who can blame you? Was willst du von mir? Also, ich würde gerne das sehen. Ich quatsch weiter mit dir. Okay. Oh, Zauberei studieren. Über Radagon. Ja, laber mich nicht voll. Aber du kannst ihm auch was geben. Give a scroll. Ja, ich weiß. Komm, also, du kannst ihn über Bosse ausfragen. Über Renala. Eine Vollmondhexe. Okay. Schriftrolle überreichen. Give the Royal. Anrufung studieren. Naja, gewährt euch Unverbündete näher einen Segen. Ich glaube, das hattest du gemacht mit dem Segen. Ich habe dir jetzt aber alles gegeben. Naja, gut. So. Weil wir lernen gemeinsam, das finde ich ganz geil. Oh, was hier so drumherum ist. Hier leuchtet was. Ach, hier ist ein Bonfire, okay. Wo sind wir denn hier? Kommt da nicht gleich ein Boss? Guck mal auf die Karte. Ja, ich sehe es gerade. Ach nee. Oh nee. Hier kommt ein Drache gleich. Warte kurz. Wie viel habe ich in Intelligence? Oh, eigentlich nur so viel. Na gut, das ist ja noch machbar. Den Ecker gekauft. Create Sigil that forms a Project Landplate after delay. Okay, hier kann ich auf jeden Fall schon mal gut zaubern mit ihm. Upp, upp.
Was ist eigentlich an der Statue? Kann man hier irgendwas machen? Büßen. Boah, Face brauche ich dafür. Also, keine Absolution. Kannst du mal hier rangehen, bitte deine Absolution bitten, weil du da so viele Leute tötest und so? Augenblick. Wo waren? An die hier. Ja, genau. You don't need Absolution. Ah. Kommt man da nicht hoch? Ich überlege, ob man hier hochkommt. Ja. Halt mit dem Pferd, ne? Guck mal, da brauche ich gar nicht. Boah, du dicker Typ, ey. Aber ich fall da runter immer. Ich bin oben. Ah, okay. Jetzt bin ich runtergefallen. Aha. Doch, kommt man hoch. Und dann bist du da oben auf die Mauer hoch. Ach, verfickter Scheiße, ich fall ja mal runter. Musst du langsam machen. Aber ist da oben irgendwas? Lohnt sich das? Na klar, ist da oben was. Pass auf. Musst du langsam machen, sagt er. Der fällt ja schon runter, wenn er den Sprung macht. Also ich war schon oben, aber noch nicht da. Ja, ja. Ich will ja auf die richtig schwierige Seite. Bring einfach runter. Du musst nur ganz normal... der Himmel hat sich geändert. Ja, ich weiß. Oh, scheiße. Kann ich mir einfach hier hochgehen? Alter, es fällt immer runter, das scheiß Ding. Hier ist es einfacher, oder? Da ist einfacher. Warte mal. Ey, da ist kaum auf hier mitzukommen. Wir drücken uns gegenseitig runter. Oh, das ist einfacher. Nee. Hochballer. Ja, du sollst ja auch bis ganz hoch springen. Jetzt warte ich immer bei die andere Seite. Guten Tag. Hoppala. Guck mal, wo ich bin. Ja, guck mal rüber. Ich bin genauso weit, mein Freund. Oh Gott. Ja, jetzt wird's schwierig. Alter, hier ist gar nichts hier oben. Das ist total verarsche. Hier ist nichts. Doch, da ist eine Glocke. Ja, eine Glocke. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann mit Pfeil gegen schießen. Hier ist nichts. Hier kommst du wirklich nie weiter, als du hoch. Ja. Da ist wirklich nichts. Aber auf der anderen Seite der Turm, wie sieht es damit aus? Ja, kannst du durchlaufen. Das aber oben ist offen. Oben ist offen. Ja, auf der anderen Seite. Oh Gott. Nicht so tief springen, genau, das ist das Problem. Jetzt darfst du deine Seelen von oben abholen. Ach Gott. Und vor allem. Oh, hier geht's nicht hoch. Vor allem war ich nicht an dem Steak-Ding dran. Oje. Steak auf Marika nehme ich. Muss ja irgendwo in der Nähe sein. Ah, da oben. Perfekt. Aber ich bringe ein paar Typen mit, ne? Hinter mir. Wie, du bringst Typen mit? Ja, hinter mir. Helf mir mal. Hä? Wo bist du denn? Ich bin jetzt in der Kirche. Ach, da unten. Guck mal oben. Hallo, Nicke. Ja, aber keine Typen. Doch, kommt gerade rin zu mir. Oh Gottes Willen. Er macht da richtig Schaden. Eieieiei. Finde ich gut. Ja, aber hast du gemerkt, was das für einen Unterschied macht? Und also, sind die jetzt wirklich da oben? Mal rangehen, ne? Die sind jetzt wirklich da oben, ey. Ja, so viel war's auch nicht. Mein Pferd kommt nicht. Ich will sie trotzdem haben. Ist aber. Ich wollte gerade sagen, ist aber ein schneller Sonnenaufgang mit dem Schatten. Aha. Tut mir leid, Leute, wir müssen jetzt hier ein bisschen. Halt dich mal lieber, bevor du wieder irgendwo runterfällst. Oh, jetzt dauert das 5 Stunden, bis er da hochkommt. Nee. Guck mal, das ist einfach gewesen. Das ist einfach gewesen. Naja, ich sehe es. Der rennt doch immer gleich los. Aha. Die Taste. Und da ist er runtergefallen. Warum habe ich damit gerechnet? Ja, der Pferd kannst du nicht mehr holen. Oh, hat er Glück. Ja. Boah. Finde dich damit ab. Nein. Du kommst da nicht mehr raus. Und tot. Nein. Wir probieren es. Ich probiere es jetzt nochmal. Probiere es jetzt nochmal. Du kannst ja mal was Sinnvolles machen. Mach ich. Was macht eigentlich dein Garten? Ich hab Garten?
Naja, im Gegensatz zu mir hast du einen Garten. Ah, was soll er machen? Ach, schon, was, schon was angebaut? Nee. Oh, oh Gottes Willen, warum. Weißt du, diese Drehen, die Drehenmechanik ist auch echt richtig kacke. Ah, ist halt nicht so für so was gedacht, ne? Wie, die ist nicht so was gedacht? Natürlich ist sie für so was gedacht. Quatsch, für so eine Quatschsprünge, die du da machst. Hast du den Gong geläutet? Nee. Ich hab einen Gong gehört. Ego, ich hab Angst. So, kommst du jetzt mal mit oder was? Nee, Moment jetzt. Bisschen Konzentration. Konzentration, wenn ich jetzt schon wieder höre. Hörst du den Gong auch? Ja, den höre ich. Kommen Sie jetzt? Moment. Gott, sieht kacke aus. Sie langweilen mich. Können wir weiter? Dann warst du jetzt mal auf deiner Seite auf dem Turm da oben drin. Da geht es nicht rein. Immer noch. Aber da oben ist er offen. Ja, aber da, man kann nur bis hier unten Hund springen und dann geht's nicht weiter. Ja, laber mal, warte mal, warte mal. Alter, ich geh jetzt weiter, leck mich. Oh, ich geh jetzt hier weiter. Guten Tag. Oh, hier kommst du nicht hoch. Wer seid ihr? Aber hier kommst du hoch. Oh. Jupp. Aua! Ja, der ist ganz schön hart, ne? Da brauchst du einen Zauber. Ne, das waren die Kleinen hier. Ach so. Gut, so. Irgendwas bekommen. Ja, okay, also, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde gerne mal einen Boss legen. Ist ja voll langweilig. Wir haben gerade einen Boss gelegt. Ja, ich will mal einen richtigen Boss legen. Zum Versicherten gelegt. So. Oh. Die Hälfte hat direkt zugeguckt. Ja, eben. Was ja. Sterben sie denn noch immer? Ich werde jetzt entscheiden, wo wir lang gehen. Ja, super. Den Mobs töten kann er. Aua. Fenster? Guck mal da unten. Kommen wir von da? Keine. Ja, da waren wir auf jeden Fall schon mal. Ja, ich würde jetzt hier einfach mal irgendwie ein bisschen was schneller. Also, hier oben ist, der nächste Baum. Das den ist da ist der Baum. Da ist der Baum. Ja, ein schön großer Baum. Hä? Den noch nicht. Den da links. Ach, da ist der Baum. Ja, der ist ein bisschen klein. Ja. So, hier mal erstmal gucken. Ja, was gibt's denn hier? Wo sind wir da durch? Wo sitzt ihr eigentlich schon wieder? Ich grenze Richtung Punkt. Ah ja, gut. Die 1 hast du doch markiert, oder? Ja, das stimmt, aber ich bin hier oben. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ja, ich bin immer noch in der Kirche. Palastruinen von Ult. Da bin ich jetzt. Aua! Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier lang laufe. Hab einen fetten Pfeil im Gesicht. Wie bist du da rübergekommen? So, hochgerettet jetzt. Ja. Bin hier einfach hochgeritten. Ach, die 2. Ach, du Scheiße! Du bist auf der 2 unterwegs. Aua! Ich hab eben gesagt, die 1 ist es. Aua! Ja, du machst das schon. Ich krieg hier anständig. Aua! Anständig Zeug. Du musst dich heilen im Übrigen. Aber ja, Alter. Wäre das nicht mal einen Sinn, da hinzugehen zu dieser Kirche, die da vor sich hin bimmelt und dem Typen auf die Alter! Lachen? So, dann markier's! Ne, man kann's ja nur hören. Oh, wie bist du hier runtergekommen? Hä, wie bist du hier runtergekommen? Bist du hier runtergejumpt? Aber. Kann man hier jumpen? Ich bin nirgendwo runtergejumpt. Ne, ich bin jetzt oben. Sieht ganz schön hoch aus. Ich bin den einfach nur den Weg. Ich hab hier einen Weg, ich bin direkt dem Radar gefolgt. Muss ich den auch noch abholen? Nee, ich bin auf dem Weg. Nee, sitze nicht. Sie laufen wieder irgendwo hin, wo sie nicht hinwollen. Doch, ich sollen. Bin da unten. Ui, gucke mal. Einfach ja. Den Weg folgen. Ich stand da ganz oben. Das wäre sehr hoch. Kriegt ja noch so einen fetten Pfeil ins Gesicht hier. Du stirbst gefälligst mal. Und jetzt stirbst du. Aua. Jetzt hier hoch.
Oh, hier oben ist irgendwas. Da oben läuft ein Haus lang. Da oben läuft ein Haus lang, ja. Da gehen wir jetzt rüber. Abfahrt. Okay. Hoch hier. Rechtet hoch? Alles klar. Ah, hier habe ich schon zwei getötet. Weißt du, wenn du die Map kennst, dann wusstest du mir nicht. Ich kenne nicht die Map, ich bin hier eben lang gelatscht. Sogar am Bonfire. Du kennst ja die Map, erzähl mir doch nichts. Ja, genau, ich habe sie in- und auswendig, kenne ich die Map. Du bist gerade vor einer Minute hier lang gefahren, also kennst du die Map hier. Ja, weil ich einfach dahin gegangen bin, wo es markiert wurde. Habe ich rangesetzt im Übrigen. Ja, ist schön für dich. Weiter geht's. So, wo ist denn die Hütte hier? Die Hütte? Ja, die hier gerade langläuft. Ja, die ist hier geradeaus. Wahrscheinlich. Mit dir. Nee, der nicht schlecht aus. Der Moos wieder abschlagen, ne? Sickel Moos. Wo ist das Moos? Ah, da ist das Moos. Ah, ist er weg. Hier auch kein Moos. Doch, da habe ich's. Da ist Moos. Oh oh. Das macht sich mit dem Schwert. Der kommt runter. Oh Gott, das ist. Oder er macht eine Attacke, ich weiß es nicht. Er macht eine Attacke. Hast du nur einen Schaden genommen, dass du so was reißt? Kommt er runter? Ja, ich glaube. Ja, der kommt runter. Hast du alle drei schon gemacht? Nein, ich hab den einen nur gemacht. Ich hab nur einen. Alter, schubst du das Ding nicht weg. Du solltest nicht drunter stehen, wenn er kommt. Ja, hinten. Ah, kriegen wir das doch. Aber irgendwie ist die Texturqualität hier bei mir immer sehr schlecht bei den Dingern. Ja, ist nicht so gut. Rembrandt's Duplication. Echo duplizieren. Okay. Wir haben Echo vorhin bekommen, ne? Für die Dame. Ich nicht. Aber ich bin nicht zur Auswahl. Ja. Na, den Endboss, den wir da besiegt haben. Die Dame halt. Gut, machen wir weiter, oder? Wir wollten ja zum Baum. Endboss. Oder ja, zum Baum wollten wir. Oh. Meine, hier sind nochmal diese. Was ist hier links oben? Wollen wir kurz hier links oben gucken? Links. Guck mal, hier ist ja so eine Wand. Ja, gut, runter wollte ich jetzt nicht. Also, ja, das ist nicht so schlimm, ist eh die andere Seite. Ich sehe es. Na. Irgendwas hat auf mir geschossen. Da hinten. Ja, da schießt so ein dicker Pfeil drüber, du musst drüber springen. Aua. Genau. Genau, hab ich mich hochbekommen. Gleich kommt Pfeil von hinten. Ja, alles gut. Jo, alle gut. Na, wenn alle gut ist, dann mag ich mir keine Sorgen. Der ist ganz schön schnell, der Pfeil. Ah, das ist ein richtig schneller Fall. So, wir wollten zur 2, ne? Jo. Oben hast du das Item geholt, bevor du runtergesprungen bist? Ja. Gut. Dann gehen wir mal hier rechts hoch, oder? Rechts müssen wir hoch, kann das nicht. Ein Stück weiter und dann hoch. Hier komme ich doch hoch. Wo bist denn du? Hinter dir. Stimmt, da kommt man hoch. Da kann man einfach hier unten lang hochlaufen. Hier ist nochmal so ein Ding. Ich mach das nächste Haus kaputt. Er springt. Sag mal, ob er runterkommt. Aua! Eins ist weg. Meinst du noch nicht? Noch eins ist weg. Meinst du noch eins ist weg? Ist weg. Jetzt müsste aber langsam runterkommen hier. Ah, Steine kommen ja, schon. Fällt schon. Oben ist auch dieser vorne ein Turm und so. Da hinten sind übrigens wieder die Dings. Schau mal rein hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es immer dasselbe ist. Kommt wieder so ein Echo-Ding. Genau selber. Also dadurch, dass es glaube ich mal ein Player, also ein Gegner-Model ist, ist wahrscheinlich die Textur am Anfang noch so kacke.
Vielleicht. Mein Dings kommt nicht. Ja, du musst da runter erst. Gut, wir wollten zur 1. Ne, wir wollten zur 2. Hä, zur 2? Ne, zur 1. Ich hab keine 2. Wo ist eine 2 hier? Okay, dann hab ich nur die 1. Die 1 ist aber was ganz anderes. Also, wir wollten zu dem Baum. Ja, ist in Ordnung. Bei mir ist die 2. Ich hab offensichtlich noch einen zweiten Punkt. Wir müssen mal die kleinen, die Typen hier noch töten vorher. Also, kein Problem. Das kriegen wir noch. Ich nehm den links. Hallo, komm mal rein. Ich nehm den links. Nicht getroffen. Aua! Aua! Oh, der macht ja schon Fischer. Aber! Oh, dann haben wir noch hier. Den habe ich. Ich hab meinen hoch. Oh, was hat Sammel da? Ein Pfeil. Aua! Ich höre aber was, warte. Ist das auch? Ja, ist aber rechts. Muss hier oben sein. Hier. Hier ist es. Da ist es. Ah, liegt das sonst wegdrücken. Nix. Nix. So, warte mal, bevor wir. Ich hol die mal ran, wa? Wieso hat er geklappt? Nee, ich will jetzt nicht den großen decken. Weil den will ich mir eigentlich holen für. Was sonst die Treppe kaputt macht. Wollte ich nicht. Wollte hier. Oh oh. Oh oh, er ist geweckt. Nicht schlecht. Oh. Oh. Wir kommen. Oh. Ich bin gleich tot. Oh. Nerv mich. Ich hab ihn. Hat wieder aufgehört. So, dann hol ich mal meine Dings. Und wir machen wieder die Töpfe kaputt, ja. Ne? Naja. Ich glaube, der schießt wieder irgendwelche Laser wahrscheinlich. Aua. Hallo. Oh, Topf ist kaputt. Bin ich schon mal gut. Hier hinten ist einer bei mir. Ja, komm hier hin. Ah ja, gut. Na, weiß ich nicht, ob das zu gut ist. Meine Hunde sind weg. Vielleicht hätte ich warten sollen mit den Hunden. Kollege, komm mal her hier. Komm mal her hier, komm mal zu mir. Oh, er explodiert. Komm mal her. Nicht gut. Dann kann man jetzt hier rüber. Wow! Woll mir nicht entwegst du. Eine Qualle ist dran, würde ich sagen. Muss dich heilen übrigens. Da bin dabei. Ja, das hat wohl nicht gepasst, würde ich mal sagen. Ja, meine Qualle hält was aus, ne? Rono Level 3. Ich glaube Level 2 ist er so, oder? Ist den kaputt. Jetzt noch zu mir, Kollege. Ja, jetzt kommen wir mal hier rüber. Da links ist auch noch ein Top, oder? Gott, bei mir sind weiter. 2 Töpfe. Aber hier müssen wir erstmal die Wehen machen. Haben wir. Was ist hier? Ist auch noch ein Top. Der ist aber kaputt. Dann müssen wir die links noch kaputt machen. Ist hinter dem eigentlich noch? Uiuiui. Ich renne hier, komm her. Er explodiert. Ist hier noch hinter dem Baum eigentlich irgendwas? Ich gucke. Bleib mal bei ihm. Ja, ja. Nö.
Der ist einmal rumgelaufen. Jetzt können wir immer schön, wenn er den letzten Topf hat von beiden Seiten. Au! Mein komm mal. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Der explodiert doch gleich. Oder so. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Das war uncool. Eieiei, ich wollte weg. Ah, nächstes hat er die Bäume weggemacht. Nochmal. Oh, oh, da wird Bach. Ja. Jetzt, geh auf ihn. Oh nee. Laser, 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 Laser. Aua. Weg. Achtung, der ist gestunt. Weg. Ich gehe hinter ihn. Nein, verzögert. Ach, der verzögert. Sein scheiß Angriff. Er greift auf dich an. Aua. Heilen. Bis dann. What's up? Elena Lies. Komischer Name. Gesprengte Blitzschleierträne, gesprengte. Gesprungen, also. Ja, Magic Lightning und Holy ist doch nicht schlecht. Noch was? Aber war wieder nichts an den Dingern, ne? Das ist ein bisschen traurig. Aber hier ist alles nix. Vielleicht ist es doch einfach weniger, dass man hier was kriegen soll, sondern dass du dich dahinter verstecken kannst, weißt du? Naja, gut, aber wenn es kaputt geht, dann will ich mich nicht dahinter verstecken. Halt nur einmal verstecken. Ja. Ich höre nichts. Na gut, da geht's hier hoch, oder? Wollte ich gerade sagen, waren wir schon da oben? Ja, da oben waren wir. Achso, man kann natürlich gucken, ob wir hier am Rande irgendwo noch eine Höhle haben. Oh, hier geht's aber runter. Aha. Wobei, so tief ist es gar nicht. Na denn? Aber jetzt lass es. Da unten ist ein Bär, der große Bär. Ja, machen wir den gleich danach. Aber wir können einfach so hier rechts runter. Wir kommen ja von unten, aber ich will eigentlich hoch. Ich will auf die Burg. Ja, dann gucken wir mal. Kommen wir dann auf die Burg. Schon wieder einen neuen Follower. Lexley. Danke für den Zop. So, aber hier geht's da nicht, da nicht. Hinten rum, wir müssen komplett runter. Also auf der anderen Seite, oder? In der Richtung runter. Ja, ich weiß schon wo. Lass erstmal unten den Bären umhauen und da weiter. Aber wir haben ja noch einen ganz anderen Weg. Ganz am Anfang waren wir schon. Das weiß ich nicht. Nadel berühren. Naja, aber nicht. Wollen wir da ran? Nö, ich brauch nicht ran. Ja. Ich hab halt keinen Zauber mehr. Die Gegner sind wieder da. Ja. Hier ist eine Höhle. Ja, ich markiere sie. Zack. Ja, dann gehen wir da hin. Da ist doch so ein bisschen Kirche oder was? Dieser Turm hier. Erwartet ist. Ne, ist einfach nur so. Oh, hier sind mehrere. Da gehe ich weg. Die haben Pfeile. Ah, jetzt wird zu tief runter. Ich gehe hier lang. Jetzt geht's runter. Oh oh. Ne, hier ist ein Bär. Uiuiuiuiuiuiui. Halt die Schnauze. Au. Macht gar keinen Schaden. Ey, Krone. Oh, und jetzt schießt er noch einen Pfeil von hinten. Das ist nicht gut. Ran, 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 ran. Nicht aus dem Weg. Nee.
weg, der nimmt dich sonst. Ah Gott. Lass mich heilen. Boah. Tito. Ja. Warum hau ich denn mit einer Fackel? Kann man machen. Au! Naja, ist egal. Ist aber mal langsam am Schluss hier. Ja, da oben steht einer an der Wand, hat einen Pfeil reingeschossen. So, das da ist links hier. Ist er. Was ist das? Ah, da ein Blatt, das Ding. Ach, der Typ, oder? Ja. Du Affe! Also man könnte theoretisch natürlich auch einfach auch dem Glocke dem Leuten folgen, ne? Aber dann ist das geradeaus irgendwo. Irgendwo von da oben. Ja, mal hier. Hier oben. Was ist da oben? Nee, hier oben ist das Geläute. Ja, da hinten rechts ist das Geläute. Ich bin hier hochgesprungen, ne? Ja, ja. Muss ich hier hoch? Nee, ich glaube, hier werden wir runterspringen können. Aber jetzt waren wir sowieso schon unten. Wir wollen zur 1, Höhle. Zur 1. Ja. Ach, bei mir ist ja die 2, ich muss den Punkt mal wegnehmen. Boah, das ist aber ganz unten. Wie soll ich da runterkommen? Naja, wir müssen jetzt hier dem Lande folgen. Ich warte einen Sprudel. Hier geht es. Ja, nee. Ja, gar nicht runter. Wir müssen wahrscheinlich in den Turm und dann runter. Ja, ja. Da drüben. Vorsicht. Weißt du was? Ja. Da drüben, das können wir uns sparen. Also wir können auch versuchen hier runter zu reiten, aber ich kenne den Weg darüber. Können wir da nicht einfach hinreisen? Ja, da können wir hinreisen. Aber warte, bevor wir da hinreisen, hier oben kommen die Wölfe. Die hauen wir kurz mal um. A Sorcerer Isle ist das doch. Haben wir hier oben? Ah ne, hier oben waren wir. Was ist hier? Ne, hier ist auch nur Ebene. Wir können auf die Sorcerer Isle gehen. Gut, wir gehen auf... Ich würde zum Haupttor gehen. Main Gate? Main Academy Gate? Haupttor der Academy, da gehen wir hin. Okay. Wenn du das hast. Nur schon 46. Mhm. Morgen wieder... Wie jeden Tag um 6 Uhr aufgestanden. Ja, ordentlich. Bin ich aber immer noch ganz weit oben. So. Pass auf, und jetzt gehen wir hier zur Seite. Bist du da? Zur Seite, ich bin zurückgegangen. Ist am Main Gate? Am Main Gate und dann zurück. Hier gab es noch ein Item. Aber hier kommst du nicht runter. Was ist jetzt? So, jetzt gehe ich da durch. Was ist jetzt? Dann müsste ich da sein. Ich bin gerade ganz woanders gelandet. Sehr schön. Ach. Ach. Moment, pass mal auf hier, ich hol dir mal was. Main Gate gibt es 3 verschiedene Wege. Nee, pass auf. Nee, jetzt muss ich erstmal laden, ich passe hier nicht was. Aber jetzt hast du ein neues. Jetzt hast du ein neues Gate. So, Hochstraße von Bellum, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, hier wollte ich doch hin. Ja, aber das habe ich eben erst entdeckt. Ja, ich kenne das schon. Nicht. So, jetzt können wir mit der Dame hier quatschen, mit der Fingerleserin. Hier, zeigt her eure Finger, ich kann sie lesen. Hätten der zeigen. Aber wisst ihr, wie ich hierher gereist bin? Das war gerade weird. Ja, da vorne durch. Nee, an der Brücke stehen und warten. So, ne, das war. Wenn du bis zum Ende hindurchläufst, findest du noch ein Icon. Das ist halt was für eine Brücke, die da hinkommen. Ich sag's dir nochmal. So, Ende zeigen, nee, komm mal kurz mit, komm mal kurz mit. Reiß mal nochmal zum Main Gate. Weil du hast 100 pro Item nicht. Moment. Ja. Ja, komm, hör auf. Genau, du gehst jetzt zum Main Academy Gate. Bist du da? Ja. Und dann reitest du Richtung Dings.
Richtung dem anderen, da wo wir gerade waren. Da reitest du mal hin. Ach, hier kann ich vorbeilaufen. Ah. Dachte, da muss ich immer stehen und was drücken. Nee, ich kann selber durchreiten. Dahinter kommt was. Ich glaube, einer gefallen hier. Ja, da musst du springen. Ah, ist tatsächlich eine goldene Saat. Genau. Und jetzt kannst du da hinten aber einfach stehen bleiben und warten. An der Klippe. Na, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also bei mir ist gerade funktioniert. Eben hat er auf jeden Fall. Ja, wisst ihr, warum es funktioniert hat? Weil du hier reist bist, oder? Er liegt nach vorne hier reist bin. Aber warum hat er mich denn da hingesetzt? Naja, weil er dich da mitnimmt. Seit wann denn das? Was leuchtet denn da links eigentlich? Achso, das ist ein Tor. Ist er nicht runter? Ne? Ja, das wäre noch eine Überlegung. Warum reite ich überhaupt zurück? Ich kann doch einfach da hinreiten. Nicht. So. Hier. Nee, ich bin nicht von diesem Gate gereiht. Ja. Kommst du mit? Ich glaube, das war ein falscher. Ah ne, doch, war richtig. Das ist immer noch ziemlich weit oben. Ja, ja, aber da vorne, bist du da? Ah, hier geht's runter. Wo bist denn du wieder? Ich bin im Bellum Highway rechts lang gegangen. Okay. Du willst ja zu dem Punkt dahin, oder nicht? Ja, aber ich würde erstmal geradeaus gehen, also da gibt's den normalen Weg. Aber ja, ich weiß, hier ist so der Dings. Ja gut, da runter kann man nicht. Doch, da drüben. Achso, da lang, ja. Seelen zu verlieren. Muss ich das Pferd nehmen oder kann ich so runterspringen? Ich habe jetzt das Pferd genommen. Ah, ich glaube, das ist vielleicht eine gute Idee. Weil wenn ich das Pferd nehme. Hier muss ich. Einfach. Oh Gott! Nicht springen. Doch springen. Ne, bei den ersten konnte ich einfach runterlatschen. Ja, dem ich Pferd. Ja, bei den ersten, beim vierten oder so. Ich konnte jetzt alle runterlatschen. Eben musste ich springen. Steak of Marika, ey. Nee, weil er sich gedreht hat. Und wenn er dich dreht, dann stand ich am Rand. Und zwar hätte ich mich gedreht, wäre ich runtergefallen. Ach, ich bin unten. Okay. Ja, nice. Du bist unten? Aber wo sind meine Seelen, du Vogel? Hier unten wahrscheinlich. Nee, die sind oben. Ist ja ungünstig. Weil ich teleportiere dich doch dahin. Ich habe Steak of Marika jetzt gesagt. Dann hat er mich unten hingestellt. So, ich mache mal ein Ding hier. Dongelt schon wieder zu viel. Ich sehe noch nicht mal, wo hier was dran ist. Ist doch super sauber hier, die Füße. Also du bist mit dem Pferd runter, ja? Ich bin mit dem Pferd runter einfach und mehr oder weniger nicht gesprungen. Ja, ich muss von oben. Weil meine Seelen liegen da oben. Ja. Oh, machst du mal den da? Nee, kann ich nicht, weil der komplett sauber ist. Ich komme gleich. Ich hab das nichts zum kaputt machen. Ich muss selber erstmal hier runterkommen. Und dann machen wir den. Zumindest hat er aufgehört. Ah, mach weiter, okay. Vielleicht kann man sich auch hier droppen auf den. Oh oh, er stampft. Aua. Ne. Wie gesagt, bei mir hat es am besten geklappt, wenn ich ganz einfach runterlaufe. Ja, aber mit dem Pferd, ne? Ja, mit dem Pferd runterlaufen. Und immer Richtung Mauer. Ach so. Mach ich zum Beispiel nicht. Weil da kann ich nur gegen die Mauer laufen. Auf der anderen Seite könnte ich zu weit laufen. So. Ja. Was macht der Typ hier? Ja, da ist nichts zum kaputt machen. Ja, ich bin schon rumgelatscht, da musst du sehen. Hier sind so Gegner rechts. Aua! Jetzt schießen sie auch noch auf mich. Ach, die haben wir schon mal gehabt. Ja, mich. Nicht. Alter, komm her. Was mit dir?
zur Höhle, ne? Wir gehen zur Höhle. Ja, ich bin schon noch überlegen. Wir überlegen, wie wir den kriegen. Ja, ich habe nichts gesehen. Aber selbst wenn, der lohnt ja eh nicht. Ja. Ich hab hier noch einen Bonfire. Ich kann bestimmt wieder Absprung. Ich guck schon mal. Ja, sofort Absprung links oben. Was? Ja, nicht auf den passt. Ich wollte jetzt ein Bonfire, weißt du? Aber hier waren nur gesprungene Kristalle. Ich komm runter. Komm nochmal hoch. So. Und wieder verpasst. Das hat tot. Soll ich das Bonfire holen? Dann kannst du da hinreisen. Macht das. Weil ich bin wieder Bellum Highway. Ja, normalerweise geht es Bellum Highway geradeaus weiter. So, da ist ein Bonfire. Ja, ich komme ja schon. Wir müssen jetzt eh Schluss machen. Bin mal so nett und hol dir den Aufzug. Na, meine müsste an dem Männerlinger oben. Ey, wer, die liegen da jetzt am Rand. Und ich musste dir den Jump machen. Ja, ja. Oh oh. Ja. Ja, ich glaube, ich habe mich schon irritiert. Ich habe einen Backstep gemacht und die Waffe ist abgeprallt. Hol mir mal den Dings bitte noch, den Aufzug. Wieso? Na, weil ich jetzt gerade auf die Zwischendings gesprungen bin. Du kannst halt links runter. Okay. Ja, ich sehe. Ist sogar noch eben mal dieses Zeug. Ja, ja, das habe ich gerade genommen. Schon. Na gut. Oh, ich habe 11.000. Wie viel brauche ich? Ich habe 24.000. Ja, dann mach mal einen Stufenaufstieg. 18.000, naja, 7.000 jetzt. Ich kann meine Flask verbessern. Wir haben Golden Seagull gefunden. Ah, ja, stimmt, da war was. Oh, ne, bei mir hat das nicht angezeigt. Vielleicht brauchst du mehr. Also, uns reicht ja nicht einer. Nein, das nicht. Nein, offensichtlich nicht. Na gut, dann geht's weiter. So, und hier ist der UU gesagt. Ja, weil ich den Typen gebacksteppt habe. Da sagst du oder macht der Bumm? Nee, weil er dann aufgehört hat. Backstabbe den mal. Los. Das ist nicht backstabben, das ist draufhauen. Da kann ich euch zaubern, der Typ. Hab ich nicht schon gesehen. Dunkel Schmiedestein hier oben. Hinter dem Ding. Ja, Kiste. Ja. Wo ist der besser? Das war dann Raum. Hier ist bestimmt ein Secret. Erstmal. Da, hier rechts rät rein. Wo ist das rein? Hä? Ich verlaufen. Ach, da hätte drin. Craig Tristow. Kommen wir den da hinten. Jetzt kommen wir zu dem, wo wir schon mal waren. Wo sie mich. Sicher, dass das war? Ja, sieht zumindest genauso aus. Na ja, dann nehmen wir gleich mal. Hau den mal um. Backstabben will ich sehen. Wird das nicht backstabben? Und dem kannst du das klauen, bevor du backstabst. Aua! So, hier oben liegt der noch geht nicht. Genommen. Der geht nicht. Ah, hier geht's rüber den Balken. Naja, denn. Achso, ich gehe jetzt gerade hier in den Tunnel drin. Ne, aber erst mit den Balken rüber. Erstmal eins nach dem anderen. Zack. Da gibt's ein Item. Naja. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen schwierig hier mit dem Sprung. Und dann findest
Fuck. Tschüss. Und jetzt soll ich machen, sagst du? Ich wüsste gar nicht, wie ich da rüberkomme ohne Anlauf. Alles ausziehen. Ja, aber ich konnte keinen Anlaufkurs nehmen. Ist ja nur 1 Meter. Ja, bin ich mal im Ansatz soweit. Aber da war auch noch mal ein... Ja, ich weiß, da musst du auch noch mal springen. Da war weiter unten auch noch. Oh, vor allem muss ich da jetzt wieder rüber, um meine Scheiße hinzuholen. Scheiße, hoch. Na, du musst doch viel weiter. Ah, eben, das ist das Problem. Aber du hast doch gerade dich ein Uplevel gemacht. So viele Seen kannst du gar nicht haben. 7000 waren es. Aber die leben jetzt nicht, weil du wieder spawnst. Bisher lebt hier noch ja nichts. Aber die Crystals sind wieder da. Das ist spannend. Ja. Oh, bei mir ist er nur auf dem Balken. Das ist gut. Ich muss da den Balken noch immer rüber. Scheiße. Mist. Fuck. Okay, das war's. Na, dann kannst du jetzt ja anständig mitmachen. Da komme ich nicht rüber. Ich hab's ja geholt eben. Achso, na dann kannst du das nochmal probieren. Wahrscheinlich nur so verkackte Rune da oben. Nee, das will ich gar nicht. Ach komm, ich hab nur das Schwert. Ist nicht mal blau, das Item. Ist nicht mal blau. Lohnt nicht mal. Das lohnt alles nicht. Komm, wir machen weiter. Geh mal in den Tunnel. Banse, ich komme, ich muss das meine Seelen holen. Ja, die sind immer noch im Vorsprung. So. Ich guck trotzdem schon mal in den nächsten Raum, ne? Ja, mach das. Oh, wir müssen jetzt aber wirklich Feierabend machen. Wir haben es 0 Uhr. Hoppala, hoppala. Du bist über die Balken gelatscht. Und ist irgendwas gestorben. Irgendwas ist da unten gerade gestorben. Na, ich mache gerade die Leute platt. Bist du so weit runter? Bist du auf Aufzug runter? Nö. Ich bin eigentlich nur in den nächsten Raum. Irgendwas unten gestorben ist. Da kommt ein Zauberer von oben. Merkt mich nicht. Da hinten ist ein Zauberer. Ja, ein Zauberer am Arsch. Guck mal hier, das halte ich von deinem Scheinchen. Ein Item. Da ist immer noch ein Zauberer auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Mein Stein. Ja, oder was? Guck mal, da kann er jetzt zaubern. Der trifft nicht mal. Gibt so viele Wege übrigens. Weil da rechts geht es nämlich auch lang. Da rechts ist auch noch einer. Wollte man sagen. Hier hinten ist nämlich auch noch was. Hier sind 2. Und hier sitzt auch noch einer. Scheiß. Zauber. Jetzt noch wissen, was diese Sprungen. Hallo, gib mir das Ding. Danke. Schmiedestein 3. Aber ich glaube, damit können wir jetzt richtig unsere Dings verbessern, oder? Schmiedestein 3. Können wir jetzt nochmal richtig aufboosten, unsere Waffen. Was soll ja eigentlich gehen? Ist hier noch was? Nur. Hier ist ein Aufzug. Ich guck schon mal in die andere Richtung, weil ich wahrscheinlich wieder springen kann. Ich springe hier nirgendwo. Ja, da links. Ich hab's nicht gesehen. Bei dir wart. Ja, ich hab in die falsche Richtung geguckt. Egal. Sieht alles gleich aus. Naja. Ist so ein bisschen das, was mich gestört hat an dem Spiel, dass die Dungeons irgendwo alle ähnlich aussehen. Oben ist der Zauberer, bevor du den Balken nimmst. Ah ja. Oh, da komme ich nicht rüber. Ah, stimmt, ja. Hau mal nicht mich. Pass auf, ich gehe jetzt über den Balken und mach mal Krawams hier. Ihr könnt theoretisch mit Zauber auf ihn schießen. Da zwar wieder die Qual der Wahl, nehmen wir den Gang, dann nehmen wir den Aufzug. Doch, wenn, wenn der Aufzug nach unten geht? Das weiß ich nicht. Hier erstmal einen Gang reingucken. Das ist wahrscheinlich nur ein Item. Nee, ich glaube, hier geht's.
Die kommen gleich runter. Hoppala. Und die beiden kommen gleich runter. Die Affen. Hier geht's erstmal rein. Aber da hängen zwei. Spielstein 1. Geh mal weg. Geh mal weg mit dem Quatsch. Sauber. Jetzt rechts lang. Hier sind zwei Typen. Komm mit. Oh ja. Hinter dir auch. Hab ich. Ja, ist gut. Kiste. Vorsichtig, Kiste. Ah, okay. Naja. Ah, hier rechts. Kiste mal. Weiter. Keine Zeit. Stell mal vor, hier sind noch Item. Geheimgänge. Wir haben auch den Aufzug gehabt, ne? Aufzug runter und so ein Scheiß. Ui, hier sind mal viele. Über uns, bestimmt. Heil dich mal lieber. Unten sind vier Gegner. Ja, und hier rechts ist auch noch einer. Nimm mal erstmal den rechts. Und dann kommt der Zauberer hoch. Den hole ich mir. Weg. Ja, ist aber was Scheiße hier. Oh, weiter jetzt. Und kommt da noch einer? Aua. Weg. Hau ab, hau ab, hau ab. Das war knapp. Ja, ich habe gesehen. Alles wedelt hier, so alles mitgenommen. Nehmen wir mal hier, was hier drin ist. Hier liegen auch sehr viele in der Mitte. Oh ja, ganz schon. Viele Schmiedesteine. Die habe ich alle schon. Hier hinten ist auch noch was in dem Gang. Das ist Missing Stone 2 und 3, ja. Hier kannst du halt jetzt danach richtig mit den entsprechenden Seelen, kannst du halt danach richtig boosten deine Waffe. Erde erschüttern. Okay. Kriegt noch einen krassen Zauber. So, wir müssen im Endboss übrigens beim First Try machen. Ich habe 16.000 Seelen, die will ich nicht verlieren. Ich habe auch keine Lust, hier nochmal durchzulatschen. So, abbrauchbar. Da geht's wieder hin. Ist mir egal. Ja, da ist der Endboss. Du hast deine Hobo-Gruppe da. Guck mal nach hinten. Ne, hier ist nichts. Hobo-Gruppe hätte ich ja. Jetzt, ich nehme meine Wölfe und dann hauen wir den auf den Kopf. Und los. Oh, warum komme ich jetzt nicht durch? Nebel durchqueren. Der wird dich als erstes angreifen. Ach, schön. Aua. Ich muss das direkt mal heilen. Soll ich dir was sagen, wir machen kaum Schaden. Wir machen ja kaum Schaden. Das finde ich gut. Das finde ich nicht gut. War nicht gut. Oh, Achtung, der macht bestimmt gleich seinen Dreher. Nee, die Robo-Gruppe hält das auf. Da hätte man mehr machen können. Er kann einfach gar nichts. Ach, der kann was. Blankperlen des Schmiedesteinschlürfers. 3000, das war jetzt nicht so viel. Ja, gut. Geh ich in Nexus. Guten Tag. Eingeschlafen. Tafelrunde. Tafelrunde. Eingeschlafen. Neue Objekte sind bei den Zwillings. Dingsbums. Ja, die Damen leiden. Die Zweierleute. Die können uns jetzt was Neues geben. Ich sehe nichts Neues, aber egal.
Wer sitzt hier? Naja, gut, bla bla bla. Hier steht die Dame wieder am Feuer. Gleich. Hä? Hey, warum habe ich jetzt mit dir wieder den Dialog? Achso, ist eine andere Dame, okay. Okay, krass, Alter. Ich konnte jetzt gerade meine Finger auf plus 8 und mein Schwert auf plus 11 machen. Ja, ich bin auf plus 11. Krass. Ich habe jetzt wahrscheinlich überhaupt keine Seelen mehr. Ich habe nur 7000. Ja, 16.000 habe ich noch. Ich habe nur 7. Bei hier, da sitzt da einer am Feuer, die kannst du anquatschen. Ja, den kenne ich ja schon. Da kommt die gleiche, naja, weil sie sitzt bei mir auch. Und sie sagen beides den gleichen Dialog. Ne, bei mir nicht. Hier sitzt keiner bei mir am Feuer. Nee, ich am Feuer, hinten bei dem Teppich. Hinten so, beim und hier Teppich. Mit den Fingern bei der Dame kannst du Botsseelen umwandeln. Ja, ich hab die großen Runen doch schon gefuttert. Ah, das war ein Beutel. Ah, ich hab einen Beutel bekommen. Ja. So, und da kannst du Heldenausrüstung erhalten. Ne? Hier, die Dame können wir uns holen. Warte oder mal. Kraft vom Echo, irgendwelchen Zauber. Power from Rembrandt. Kannst du dir ein Schwert holen oder eine fette Axt und ein Feuerwerfer? Take the power of its namesake via Finger Reader. Okay. Genau, da kannst du die Wappen oder Kleidung von den Bossen holen. Na, jetzt erstmal nicht. Jetzt machen wir hier erstmal Feierabend, würde ich sagen. Ja, ich geh mal raus. Ich geh mal hier ran. Und dann sind wir damit raus für heute. Ist doch schon ja. Viertel eins. Ja. Oh, schon wieder viel geschafft, ne? Also morgen um gegen 9 Uhr, ne? Wenn ihr um 8 los wollt oder um 9 am Dings Presspunkt. Genau. Ja, weil der irgendwann um 7 Uhr hieß.